Ein dynamisches Duo, Dragon's Dogma 2 und vieles mehr hier heute im Game Talk. Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge Game Talk am späten Dienstagabend, wenn ihr das zur Erstveröffentlichung hier anschaut. Ich bin Fabian und ich begrüße heute an meiner Seite den lieben Gregor. Ah, danke, dass ich mal wieder dabei sein darf. Und sorry, dass ihr heute euren Game Talk ein bisschen später bekommt als sonst. Aber es hat einen guten Grund, denn wir haben ein Spiel mitgebracht, das wir euch ab jetzt zeigen können. Und ich weiß ganz genau, dass ihr darauf wartet, weil Fabian, du kannst dich erinnern, bei unserer Jahresvorschau war es der höchst gewotete Titel. Das stimmt. Möchtest du, dir obliegt hier eigentlich die Ehre zu sagen, welches Spiel es geht? Du hast es nämlich auch vorbereitet für heute. Genau. Ich konnte mir im Vorfeld, das erscheint am 22.03. offiziell für viele verschiedene Plattformen, ich habe es mir auf der PS5 anschauen können für über 3 Stunden, Dragon's Dogma 2. Habe ich ausführlich gespielt, eine fast fertige Version und dabei selber ordentlich in 4K at 60 gecaptured, damit wir endlich mal irgendwie klären können, was die ganzen Grafikgeschichten angeht, die im Vorfeld so stark diskutiert wurden. Also eventuell, ich vertraue auf deine Einschätzung gleich, Fabian, wenn du das Material siehst. Ich bin gespannt, aber es scheint ein großes Thema zu sein. Tatsächlich die technische Performance dieses Spiels, das interessiert viele Menschen. Was euch vielleicht da draußen gerade auch interessiert, ist die Frage, hey, wieso sitzen die da heute nur zu zweit? Das liegt auch daran, wir waren natürlich eigentlich wie immer zu dritt. Wir hatten einen kurzfristigen Ausfall, den wir hier jetzt kompensieren wollen, indem Gregor und ich uns einfach nochmal hingesetzt haben, noch ein bisschen mehr gespielt haben, noch mehr Themen vorbereitet haben, um euch trotzdem eine schöne Sendung bieten zu können. Aber volle Transparenz, da sind jetzt 1-2 Themen dann auch weggefallen, die wird aber der zuständige Kollege dann zu gegebener Zeit hier nochmal besprechen. Das waren, glaube ich, zum Beispiel Last Epoch oder Bulwark, Falconeer Chronicles. Das bringt der Kollege dann einfach nochmal mit nach seiner Gesundung und Gregor und ich machen das heute hier zu zweit. Müssten das so machen wie früher, ruf diese Hotline an und dann kannst du dir, wenn du die 1 drückst, die Infos über dieses Spiel abholen und dann über das andere. Ja, wir könnten einfach unsere Segmente hier nochmal klein hacken später dann und dann hinter so eine Hotline legen. Ja. Drücke die 1 für Gregors Dragon's Dogma Beitrag. Spielredakteure aus deiner Umgebung. Ja. Ich würde sagen, dann wollen wir euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Gregor, erzähl uns ein bisschen was über Dragon's Dogma 2. Wie du schon gesagt hast, du warst da auch so nett, uns da fleißig Videomaterial mitzubringen. Genau, wir können das gerne auch mal laufen lassen, weil ich glaube, es ist im erhöhten Interesse für euch. Ich habe ein bisschen was zusammengeschnitten. Ich durfte, wie erwähnt, 3 Stunden vor ein paar Wochen bereits spielen, wo wir das jetzt gerade für den Game Talk aufnehmen. Es ist noch ein paar Wochen hin bis zum Release. Aber die Version, die ich gespielt habe, nach meinem Empfinden hat sie sich recht fertig angefühlt. Wobei die Leute von Capcom schon gesagt haben, da ist noch ein bisschen was dran gemacht wird. Versionsnummer war 0,900. Also die 1.0 ist noch nicht erreicht worden. Und ich will nicht zu viel nochmal wiederholen aus den vergangenen Malen, wo wir über Dragon's Dogma 2 berichtet haben. Kurz was zum Original, ein Großprojekt von Capcom, so Anfang der 2010er, raus, ich glaube 2013, 12, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja. Irgendwie um den Dreh für PS3 und 360 von, Gott, wie hieß der? Itsuno, glaube ich, hieß der Entwickler, der unter anderem auch für Devil May Cry verantwortlich ist, der sich dann in einem Open-World-Rollenspiel ausgetobt hat, mit dann einer sehr aufwendigen Welt, wie sie gebaut wurde, in einem eigenständigen Kampfsystem. Es ist ein Singleplayer-Rollenspiel, aber du hast quasi so aktive Partymitglieder dabei, die Vasallen genannt werden, die vom Computer gesteuert sind und sehr aktiv mit dabei sind und die können dann teilweise trainiert werden, zu anderen Leuten per Internet geschickt werden. Kurze Frage, hast du die Klaus und Conan genannt oder sind das die Namen des Spiels? Das sind die Namen. Gregor-Humor. Nein, das sind, ich hätte die potenziell Klaus und Conan genannt, aber das waren die vorgefertigten Vasallen, die mir Capcom an die Seite gestellt hat. Alles klar, sorry. Ich selber spiele nur den Charakter in der Mitte und ich hatte 3 dieser KI-Vasallen mit dabei und welche von denen, Capcom hatte welche vorbereitet. Normalerweise, wenn du die dir selber baust oder die holst du aus so einem, oh, wie ist der, so Riftstone, so eine Art, fast schon wieder Nexus bei Demon's Souls oder so, wenn du da unterwegs bist. Die haben so einen ganz eigenen Charakter. Wenn du die dir selber stellst oder dann holst, die kannst du dann dort auch anderen Leuten anbieten, die sie online in ihr Spiel holen können. Mhm. Und dann kommen die von ihren Reisen zurück und bringen vielleicht sogar mal ein schönes Geschenk oder sowas mit. So ein Item. Also es ist ein eigenständiges System, was aber dafür sorgt, dass sich das Ganze recht lebendig anfühlt für solche Misanthropen wie mich, der nicht online spielen möchte, kommt aber trotzdem ein lebendigeres Gefühl dabei, weil du gibst denen auch nicht richtig Befehle, die agieren von ihrer KI aus. Ja. Dann meistens. Kannst du das Verhalten in irgendeiner Form beeinflussen? Sowas wie Spiele offensiv, defensiv benutzen, nur Magie oder keine Magie?
Es kann sein, ich konnte mich da noch nicht so groß in Menüs umschauen. Ich durfte auch keine Menüs capturen, um euch das dann im Detail mal zu zeigen. Wird ein bisschen darauf eingehen. Es ist leider zu lange her, dass ich das Original gespielt habe. Also nach 8 Jahren kann ich mich nicht mehr exakt dran erinnern, was man alles an den KI-Kollegen dann drehen kann. Oder ob sie dann von sich aus immer nur alleine dann in den Kampf springen. Man muss sich auch so ein bisschen um sie kümmern, weil manchmal waren die so ein bisschen zu offensiv oder ich bin in Partys oder Gegner reingelaufen. Man sieht auch teilweise, dass es da ganz große Gegner geben kann, die man auch beklettern darf. So hat mich fast schon an sowas wie Shadow of the Colossus erinnert, wenn du dann da bist und so versuchst, so einem riesigen Drachen hinten auf den Rücken zu steigen und ihm abzustechen und alles. Du musst dich auch darum kümmern, die wiederzubeleben zum Beispiel. Wenn du deine Vasallen nicht rechtzeitig wiederbelebt sind, landen sie im Leichenschauhaus und dann musst du hingehen und mit einem Lebensstein sie wiederbeleben, um sie da auszulösen, kurz vor der Schippe des Todes zu retten. Ah, ja. Kurz nochmal dann zusammengefasst, also es war ein groß angelegtes RPG, war zu Beginn noch nicht ganz so erfolgreich für Capcom, hatte ich das Gefühl, für den Aufwand, den sie da reingepackt haben. Die PS3 und 360-Version waren noch technisch nicht so der Höhe, die waren teilweise arg ruckelig, die hatten so einen bewussten 21:9 Bildausschnitt, damit dann Rechenleistung gespart wird, wenn man sich noch dran erinnern kann. Ich habe zuerst das erste Dragon's Dogma mit der PC-Version erlebt, die ein paar Jahre später rausgekommen ist, die nicht diese technischen Probleme hatte und ich habe mich direkt verschossen ins Game, muss ich sagen. Es hat mir echt viel Fun gemacht. Einfach, weil es so eine ganz andere Grundstimmung hatte. Das Erkunden hat mir da Spaß gemacht, das große Kämpfen. Es hat auch ein paar interessante Story-Elemente. Ich glaube, die hatte ich nochmal ausgeführt, als ich über die erste Preview dann gesprochen habe, die ich haben durfte. Ich durfte mir das Game, also Dragon's Dogma 2, bereits im letzten Jahr im September anschauen. Also schon recht lange her. Da war es nur eine ganz, ganz frühe Vorab-Version, die auch noch ja so ein paar Stolpersteine hatte, gerade was die Technik angeht, da war es durchaus mal ein bisschen ruckliger, da war das Game so auf Unlocked Framerate gesetzt damals. Kurz um auf die Diskussion einzugehen, wenn ihr jetzt das Material gerade seht, das ist da, wo man sich die Vasallen aussuchen könnte, die vorgefertigten, die ich in meine Party holen kann. Ich habe jetzt auf Conan und Klaus gesetzt, weil die schon gut sich ergänzt haben. Mit meiner Figur habe ich ja doch andere Leute wie Kippi hier reinholen können. Um die technische Seite kurz doch mal wechseln. Jetzt, wo du das Material siehst, Fabian, ich habe es in 4K 60 aufgenommen mit einer eigenen Capture-Karte, habe es jetzt auf 1080p runtergesampelt, damit wir es hier ausstrahlen können im Game Talk, aber ich habe sonst nichts an der Framerate gedreht. Es gab so ein bisschen Diskussion im Internet, sag mal, wird das Spiel dann Qualität- oder Leistungsmodus haben? In welcher Framerate wird es konkret laufen? In der allerersten Preview vom September im letzten Jahr war es noch eine Unlocked Framerate, soweit ich das sehen konnte. Es hat ab und zu mal ordentlich geruckelt hier und da, wenn es mal mehr was zu sehen gab. Meist in Richtung 30 FPS, aber ab und zu mal, wenn wenig zu sehen war, ging es auch schon in 60 hoch. Jetzt, wo ich die neue Version aufgenommen habe, kommt es mir zumindest so vor, ich konnte in dieser Version, ich habe Capcom auch gefragt, und die konnten mir keine finale Antwort geben. Es gab noch keine Grafikeinstellungsmöglichkeiten. Okay. Also kann gut sein, dass es in der finalen Version drin ist. Das Spiel schien mir jetzt anhand der Footage, wo ich sie gesehen habe, meist eher mit 30 zu laufen. Also auch in so Gegenden, wo es ein bisschen weniger Aufwand war, hatte ich den Eindruck, dass es mehr in Richtung fixe 30 ist. Ich kann es nicht zu 100% beurteilen, weil eventuell der Fernseher an der Session, wo ich es gespielt habe, falsch eingestellt gewesen sein könnte. Du kennst ja diese Motion-Smoothing-Sachen, wo du dann der Fernseher dir vorgaukelt, übrigens, du hast hier ein 30 FPS-Ding, aber auf einmal wirkst flüssiger und schneller, wo er dann so Frames interpoliert. Und so hat es sich angefühlt beim Spielen. So, ich bin in manche Ecken gegangen, das Spiel hat so ein bisschen so schlechtes Frame-Pacing gehabt, wenn man die Kamera dreht und auf einmal flattert die Framerate irgendwie so höher. Und ich dachte, oh, die Technik muss noch ein bisschen drangeschraubt werden. Dann habe ich mir die Footage zu Hause angeschaut und es schien alles sehr stabil auf 30 zu sein bisher. Und deshalb will ich es nicht beurteilen. Ich gebe euch da draußen die Möglichkeit, schaut euch die Footage an. So war das die Version, die ich aufgenommen habe mit einem guten Capture-Gerät, das auch vernünftig funktioniert, das sonst keine Probleme macht, alle anderen Spiele so mit aufnehmen. Nach aktuellem Stand würde ich sagen, es läuft für mich dann recht stabil mit 30. Ich weiß nicht, wenn dann nochmal eine Grafikeinstellungsmöglichkeit kommt, kann sehr gut sein, dass man da einen Leistungsmodus mit 60 oder sowas hat oder dass vielleicht allgemeine Unlock-Framerate ist, aber ich kann das jetzt nicht mit meinen alter Mann-Augen vernünftig beurteilen. Es kann natürlich auch sein, dass es später so Features wie AA oder so unterstützt, um die Bildrate immer quasi an das Display zu koppeln, wenn das unterstützt wird und sowas. Warten wir da nochmal ab. Finde aber jetzt, wenn ich mir das Material hier anschaue, dann sieht das ja schon
An sich flüssig aus, also zumindest konsistent. Ja, das Essen sieht nach 60 FPS aus. Wollte ich gerade sagen, ja. Die Kochsequenz war auf jeden Fall gerade 60. Und die haben sehr gute Fleischtexturen genommen, fand ich. Also das sah fast lebensecht aus. Da hat sich Capcom macht sich immer Mühe. Bei Monster Hunter ist das Kochen ja auch immer sehr aufwendig. Okay. Wenn die kleinen Katzenviecher dir das Essen zusammenpacken. Zum Game selber, Fabian, du hattest den ersten Teil gespielt. Mhm. Hattest du dich auf Dragon's Dogma 2 gefreut? Zunehmend, nachdem ich immer mehr Material und so davon gesehen habe, weil ich schon finde, dass das cool aussieht. Ich mag diesen etwas, also ist jetzt ein schwieriges Wort, weil das Spiel natürlich voller mystischer Monster und so ist, aber den etwas realistischeren Look, also diese gedeckteren Farben, auch wenn man hier draußen so rumläuft, so wie das alles aussieht, also auch Böden, die Flora und Fauna, was es da alles gibt und so. Ich finde den Look irgendwie sehr schön. Hat natürlich, erinnert es mich auch ein bisschen an Elden Ring dann so, was ja auch einen eher düstereren Look hatte. Und hab da schon Lust drauf und auch coole Kampfsequenzen schon gesehen. Ich finde es auch okay, dass es dieses Vasallensystem verwendet, weil ich jetzt auch niemand bin, der gerne Multiplayer groß spielt. Und es gibt ja wohl auch viele Möglichkeiten, so dich selber, deinen Charakter zu entwickeln im Hinblick auf die verschiedenen ist das Beruf oder Berufung im Spiel? Also Vocation heißt auf Englisch, ich würde Charakterklassen oder Berufe dann dazu sagen. Also die Punkte, die du ausgeführt hast, wenn ich hier die Footage euch angeschaut habe, ich durfte ein paar dieser Charakterklassen ausprobieren. Ich habe zwei vorgefertigte Saves bekommen. Das eine war so ein Lanzenträger, der Magie nochmal wirken konnte und andererseits ein magischer Bogenschütze. Das heißt, ich habe Magiepfeile gewirkt, aber ich habe da einen Bogen dazu benutzt und der magische Bogenschütze war natürlich so ein bisschen mehr auf Fernkampf ausgelegt. Mhm. Der Lanzenträger, damit konnte ich schön in den Nahkampf und so Stechattacken machen, aber auch teilweise so Leichen von Gegnern nehmen und auf andere draufschleudern mit einem Armwurf, was ganz cool war. Wo man sich umgewöhnen wieder muss, das Spektakel ist klasse, finde ich hier. Das ist eben kein Souls-like. Du machst nicht hier Lock-on und Blocken und Ausweichen und Iframes. Es gibt keinen Lock-on. Wollte ich gerade fragen, es gibt keinen Lock-on, ne? Oder zumindest, ich habe ihn immer noch nicht gefunden. Sei ich auch nochmal unter Vorbehalt. Ich habe geguckt und probier's. Aber das ist eher ein Spiel, was darauf ausgelegt ist, dass du die Gegner ins Visier nimmst. Je nachdem, in welche Richtung sich dein Charakter orientiert bei Gegnergruppen. Die Vasallen machen natürlich da noch eigentlich was. Aber so diese klassische Gameplay-Loop, die man aus vielen modernen Action-RPGs kennt, hey, Lock-on und ich weiche aus und sowas, das ist hier nicht vorhanden. Das ist echt, wo man sich umgewöhnen muss. Je nach Beruf ändert sich natürlich auch das Gameplay sehr stark. Man kann dann neue Fähigkeiten ausbilden, sich die so auf Quick-Buttons nochmal drauflegen, dass man schnell das zur Verwendung hat. Ich habe jetzt mal ein bisschen gemischt bei der Footage. Mit den zwei Saves habe ich in zwei unterschiedlichen Gegenden auch zwei unterschiedliche Völker spielen können. Bin mir relativ sicher, dass du gleich hier runterspringst und mit so einem Gleitschirm ins Tal fliegst. Nein, nein, das habe ich nicht gemacht. Da konnte ich nur mal ein bisschen runterschauen. Die zwei verschiedenen Saves, die ich gespielt habe, das eine war die Menschen, die wir bereits schon mal sehen konnten, die auch, glaube ich, dann sehr, also deren Welt auch schon in Dragon's Dogma 2 dann gezeigt wurde. Da war ich mit dem Lanzenträger so um die Stadt unterwegs, die ich bei der allerersten Probesession gespielt habe, was eher so grüne Gegend gewesen ist. Ansonsten war ich endlich mal bei dem Beastren, das kommt, ist neu von der Story hinzugekommen, ein Volk, so ein Löwen, menschenlöwenartiges Volk, was in eher so einer Wüstengegend unterwegs war. Da war ich in der Hauptstadt Batal, was wir gerade in der Footage gesehen haben, die sehr verschlungen, sehr groß gewesen ist. Große Tempelanlagen mit dabei und drumherum war es so ein bisschen bergiger aufgelegt. Ich habe mich da mal, du hast natürlich so eine typische Queststruktur, das ist der Main-Quest, dem du da hier so folgen kannst, aber du kannst dich eigentlich recht frei über die Welt bewegen. Sobald du abseits vom Schuss bist und nicht auf den ausgetretenen Pfaden, sind durchaus so mal heftigere Monster dabei, die dich überfallen können. Mhm. Vielleicht mal zu stark für dich, wenn du nicht aufpasst. Sehr wichtig, Tag- und Nachtwechsel. Ja. In der Nacht sind die Monster umso heftiger. Du kannst kaum was direkt vor dir sehen. Musst schon immer deine Lampe anhaben. Oder wenn du in Höhlen unterwegs bist, mit den starken Lichteffekten wirkt das Kämpfen auch noch mal umso spektakulärer, wenn dann alles hell erleuchtet wird drumherum. Und du musst dir ein bisschen so dein eigenes Abenteuer abseits von der Story noch mal zusätzlich machen. Was ich jetzt bei Dragon's Dogma 2 gespielt habe, ich bin ganz froh, dass ich jetzt mit 7 Rebirth größtenteils durch bin. Final Fantasy 7 Rebirth. Das kann ich noch nicht behaupten. Es ist ein komplett anderes Game. Ne? Ja. Es füttert dann andere Bedürfnisse bei Rollenspielern und etwas, was mir persönlich auch wieder sehr viel Spaß macht. Ich brauche vielleicht mal eine Woche zwischendurch, um kurz mal abzuschalten, bevor ich mich da reinstürzen kann. Deshalb ist es ganz praktisch, dass es erst am 22. dann rauskommt. Aber ich habe schon wieder mächtig Bock, muss ich sagen, weil mir sowas echt Fun gemacht hat. Auch davon ausgehend, dass der erste Teil mir Spaß gemacht hat. Was ich für mein Gefühl sagen kann,
Dragon's Dogma 2 steht drauf, genau das ist es, was du bekommst. Wie der erste Teil, die Stärken als auch die Eigenheiten, die da mitgebracht hat. Es sieht auch sehr gut aus mit eben dem kleinen Sternchen dran, was ich dann wegen der Framerate ausgeführt habe. Das wollen wir dann vernünftig beurteilen, erst wenn es soweit ist. Aber auch selbst wenn es ein 30 FPS-Spiel sein würde, größtenteils, es sieht schon echt gut aus und es ist nicht so, dass es ruckelig dann unbedingt ist. Und ich bin sehr positiv eingestellt. Cool. Hast du irgendwelche Story-Parts gesehen schon mal so? Also wo man ein bisschen Charaktere miteinander sprechen und so, wie ist so die Qualität der Vertonung und solche Sachen? Das ist jetzt hier mit englischer Sprachausgabe gewesen. Ich habe gemischt aufgenommen. Du kannst englische oder japanische Sprachausgabe wählen. Deutsche Texte, leider keine deutsche Sprachausgabe mit dabei. Es ist so typisch, die NPCs wirken manchmal ein bisschen, ich weiß nicht, ob hölzern das richtige Wort ist, aber du weißt schon, dass bei so Standard-NPCs, du hast jetzt nicht immer so diese aufwendige Motion-Capture-Cutscene, sondern du bist mal in ein Gespräch verwickelt und er sagt dir der Questgeber dann irgendetwas und dann ist so Schuss, Gegenschuss, dieses typische Ding. Ja. So, wo ich sage, okay, das ist so gelernt aus dem Spiel, aber nichts, was du dann herausragst. Ich konnte mir in dieser Session nicht viel Cutscenes anschauen, weil ich nicht die Story an bestimmten Punkten weitertreiben konnte, sondern mehr so ein bisschen Nebenquests gemacht habe. Es wird natürlich aber auch wieder aufwendige Cutscenes geben, dann die richtig Storyline-technisch wieder mit diesem was war das Konzept des Arisen, des Erwachten, wo du am Anfang von dem Drachen dein Herz gestohlen bekommst und dann quasi als Untoter dir dein Herz wieder zurückholen musst vom Drachen, aber dadurch auch magische Kräfte, whatever und so weiter da hast, was dich also in diesen großen Fantasy-Plot mit reinpacken wird. Und das hat er auch schon bei der ersten Session dann schon mal ein bisschen Cutscenes gezeigt. Von denen habe ich in der Session noch nicht viel gesehen. Ja, okay, dann warten wir mal ab. In 3 Wochen werden wir das Spiel wahrscheinlich hier nochmal besprechen, oder 2 bis 3. Ich weiß es nicht genau, je nachdem, wann es verfügbar sein wird für uns und wann das Embargo dann auch für das finale Spiel fällt. Es kommt auf jeden Fall am 22. Und wie lange man vorab spielen kann. Ich glaube, bei dem Spiel wird es auch so sein, ich kann es nicht vernünftig beurteilen, weil ich nur mal 10 Stunden reingepackt habe. Ja. Ich kann nur von meinem Erlebnis mit dem ersten Dragon's Dogma ausgehen, wo, ach, jetzt probiere ich mal die PC-Version, ich bin mit der PS3 nicht so warm geworden, auf einmal ist so die Zeit weggeschmolzen. Bei dem ich lese oft noch Empfehlungen für die PC-Version tatsächlich, wenn ich so bei Steam unterwegs bin, dass Leute irgendwie fragen, ach, lohnt sich das noch, das zu kaufen, weil das natürlich auch oft dann billig verfügbar ist. Und das wird noch sehr, sehr viel weiterempfohlen tatsächlich auch. Und mal gucken, ob es im zweiten Teil auch so positiv ergehen wird. Genau, die Switch-Version ist auch gar nicht mal so schlecht vom ersten. Stimmt, wollte ich gerade noch mal sagen, gibt es ja auch. Kam, glaube ich, später irgendwann 2018 oder so, ja. Ich hatte die damals mir auch mal länger angeschaut und war, muss immer von Switch-Limitationen selbst damals ausgehen, dass sie jetzt nicht, oh, ich werde jetzt 120 FPS oder sowas haben. Aber es war für unterwegs Switch-RPG, es lief meines Erachtens, wenn ich mich richtig zurückerinnere, stabiler als 360 oder PS3. What? Okay. Das ist ja schon mal ganz schön. Du hast natürlich auch technischen Fortschritt zwischendurch, die haben bestimmt an der Engine noch mal ein bisschen gedreht. Wahrscheinlich mal ein bisschen weiter optimiert. Vielleicht gibt es ja Dragon's Dogma 2 irgendwann für die Switch 2, das werden wir auch herausfinden. Gregor, auch das nächste Thema liegt jetzt bei dir, was an unserer reduzierten Besetzungssituation heute liegt. Wir haben es letztens schon mal kurz angesprochen, es geht um die Neuauflage eines alten Star Wars Spiels, die gerade erschienen ist, gemacht von Night Dive, Star Wars Dark Forces Remaster, heute von uns hier uneingeschränkt besprechbar, weil das Original ja seit einiger Zeit nicht mehr indiziert ist. Oder das Embargo ist vor 70 Jahren abgelaufen. Das Embargo ist vor 70 Jahren abgelaufen, aber auch das Spiel nicht mehr indiziert seit 2020, einfach weil die Indizierung verjährt nach einem Vierteljahrhundert. Und du hast das Spiel auf welcher Plattform gespielt? Auf dem PC habe ich es gespielt. Auf dem richtigen PC oder auf dem Steam Deck? Nee, auf dem richtigen PC habe ich es gespielt. Also Steam Deck wird sich wahrscheinlich auch anbieten. Ich habe sowohl Maus und Tastatur als auch Controller-Steuerung gespielt und beide sind ziemlich gut, muss ich sagen. Wobei ich bei solchen Oldschool klassischen Ego-Shootern Maus und Tastatur bevorzuge, einfach der Gewöhnung wegen. Ja. Night Dive kennt man ja als echt gutes Remaster-Studio. Ich meine, die gehören mittlerweile Atari oder so. Da war doch irgendwas, dass sie aufgekauft wurden und dann in diese großen Restaurierungsprojekte eingesetzt wurden. Wie auch immer, ich habe es jetzt nicht mehr direkt im Kopf. Auf jeden Fall wurden die irgendwie mal aufgekauft vor einiger Zeit. Ja. Ist aber gut, dass die immer noch auch firmenfremde Projekte machen dürfen. Hatten in den letzten Jahren ja das wunderbare Quake 2 Remaster gemacht, was diese fantastische Pathfinding-Funktion hatte, falls das jemand mal gespielt Super hatte. Super gut, ja, habe ich auch gespielt. Jetzt hat es richtig viel Fun gemacht. Turok 3 gab es noch als Neuauflage im letzten Jahr, wo ich, das Spiel war so verschlungen, dass ich in einem Level nicht weitergekommen bin, wo ich es wieder ausprobiert habe. Und Dark Forces hatte ich vor etlichen Jahren
mal im Zuge der Deindizierung beim Retro Club mir auch mal angeschaut in der Originalfassung. Es war immer so, warum ist das konkret indiziert? Weil es ist jetzt, wenn ich mich richtig zurückerinnere, nicht jetzt der ultra blutigste Shooter. Du hast natürlich Ego-Shooter und der Generalverdacht, teilweise so Schmerzensschreie und du benutzt so Laserwaffen für Gegner. Ich krieg da mehr so Star Wars-Stimmung, wenn ich so dieses klassische Ben Birds Soundkulisse dann höre mit den Lasern und alles, aber ich wüsste jetzt nicht, warum das konkret so hardcore indiziert gewesen ist. Nighthive machen sehr gute Arbeit, was die Updates angeht. Man hat es in dem Trailer hier kurz gesehen. Man hat jetzt die Möglichkeit von der alten Computeroptik, gab es auch auf PlayStation 1 übrigens, aber ich kenne ja die alte Computerfassung, dass man die interne Auflösung, wie es rendert, dann nochmal hochdrehen kann. So ein bisschen Accessibility-Features, weil ab und zu mal, wenn du mit den Laserwaffen schießt, du kannst, du hast so helle Lichtblitze, ne? wenn die da rauskommen, ist auch nochmal eine große Warnung von wegen, hey, wer so empfindlich ist und alles. Das sind ja auch wichtige Sachen, die sie jetzt reintun sollten. Immer optional mir dann zu und wegschalten kann. Und so diese modernen Annehmlichkeiten zusätzlich, dass es nicht sofort auf deinem PC abstürzt. Ich habe die Standardversion bei Steam seit langer Zeit und ich habe die mal zum Laufen bekommen, mal nicht zum Laufen bekommen, kann ich mich in der Vergangenheit erinnern. Du musst 640 Kilobyte konventionellen Speicher freimachen. Ey, muss ich auf jeden Fall. Ich komme mal gucken, ob ich da irgendwo noch, wahrscheinlich muss ich den Akustikkoppler vom Internet trennen. Du musst die Config-Sys, glaube ich, nochmal ausgeben und die Auto-Exec-Bud noch was reineditieren. Ein bisschen Heimem dann nochmal mit rein. Das muss man zum Glück mit der neuen Version nicht machen, sondern du kannst es direkt anmachen. Du kannst, wie gesagt, auch sofort einen Controller dran packen, der sich auch recht smooth gesteuert hat, hat jetzt sogar ein Waffenrad jetzt mit dabei. Ich meine, das ist nicht im Original drin gewesen, also das klassische halt gedrückt auf dem Controller, damit du die Waffen auswählen kannst. Gab es ziemlich sicher nicht. Ich wette mal nicht, dass, oder ich denke mal nicht, dass es bei der PS1-Fassung so gewesen ist. Obwohl, ich fand Ego-Shoot auf der PS1 gar nicht so schlecht. Ich auch nicht. Wenn du nicht Freelook haben musstest in Vor-Analog-Stick-Zeiten, du konntest ja mit L und R drehen und das hat gereicht. Stimmt. An dich für viele solche Sachen. Ich finde übrigens auch, wo wir das gerade hier nochmal sehen, ich finde auch dieser etwas wabernde Pixel-Look der Originalversion, irgendwie hat das was für mich. Ja. Ich gucke mir das auch gerne an. Also die Remaster-Version natürlich schöner, moderner. Wie ist das bei den Cutscenes? Die sehen ja auch aus, als wären sie so etwas glatt gebügelt, so die ganzen Figuren, die da auftauchen und sprechen. Sieht das schön aus im Spiel? Ja, ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich mit den Cutscenes vom Alten gemacht. Du hast jederzeit die Funktion zwischen Alt und Neu zu wechseln im Spiel. Außer bei den Cutscenes, da hat der Button nicht funktioniert. Okay. Also vielleicht haben sie die dann neu als Video nochmal abgespeichert. Das hat diesen coolen 90er Jahre so handgezeichnet Style. Teilweise ein bisschen asynchron und nicht gut abgemischt, der Ton. Ich denke mal, da haben sie 1:1 vor allem auch die komplett deutsche Synchro ist da drin und alles. Was ganz cool ist, inklusive Schreibfehlern in den Texten, die sie mit übernommen haben und nicht so ganz synchron. Aber die sind teilweise auch recht lang zwischen den Leveln. Nicht jeder Level zwischendurch. Ich habe die Anfangslevel so jetzt ein paar Stunden gespielt, jetzt nicht komplett durch das ganze Game bisher. Ist schon hübsch aufgesetzt und du musst natürlich ein bisschen Bock auf diesen, weiß ich, wie bei Vollgas sieht so ein bisschen aus, wenn man das LucasArts Game kennt, diese groß animierten, großflächigen, handgezeichneten oder handgerenderten Cutscenes damit. Ansonsten, das Spiel selber ist cool. Mir ist wieder aufgefallen, hey, diese verschlungenen alten Ego-Shooter, die fast schon so Metroidvania puzzlemäßig aufgebaut sind. Man muss schon ein bisschen so Bock drauf haben, dass du dich in einem Level so durchstolperst und, oh, ich habe diesen einen Schalter aufgemacht. Jetzt hat sich da ein neuer Weg aufgetan, wo ich dann durchs Wasser warten kann. Hatte das auch schon so eine Doom-artige Automap, die man aufrufen konnte? Also ich konnte auf jeden Fall eine Map aufrufen, wie bei Doom aussah. Vielleicht ist sogar die Doom-Engine drunter oder dass sie von It irgendwas da eingekauft haben. Würde mich jetzt nicht wundern bei der Entwicklung des Spieles. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass sie bei den deutschen Texten, wie gesagt, nicht nochmal drüber gegangen sind. Da sind teilweise so ein paar Stilblinden drin. Ich schätze, dass es im Original auch so war, aber ich gucke da so bei den Einstellungen, Fesseln ändern. Ah ja, das habe ich schon mal auf dem Screenshot auch gesehen letztens, habe es auch nicht verstanden. Und, was ist und damit so gemeint? Binds, Keybinds. Ah, okay. Ja, also Keybindings, die dann, aber Binds können auch Fesseln sein. Das heißt also, irgendjemand hat von einem Spreadsheet oder so dann übersetzt, ohne den Kontext im Spiel zu haben. Und solche Sachen bleiben natürlich drin. Ja. Ist jetzt nicht, was weiß ich, Salt and Sanctuary mit Google-Übersetzer vor KI-Zeiten gemacht oder sowas. Das wäre der komplette Comedy-Hit. Aber solche Sachen fallen einem ab und zu nochmal so ein bisschen auf. Worüber man konkret sprechen würde, Nighthive machen wieder super Arbeit. Die suchen sich ja für jedes Spiel dann mal aus, was sie dann updaten können. Ich hätte gerne das dann Hint-System gehabt von Quake 2, weil die Level teilweise so verschlungen waren, dass ich doch ein bisschen gestolpert und gewabert bin da drin. Aber preistechnisch musst du eben gucken. Wenn 30 Euro oder 28,99 war jetzt die Good Old Games-Version, die ich gehabt habe. Die aktuell, kann sein, dass da noch ein Discount noch mal vorne dran war.
Aber für ein Spiel, wo du dann maximal, selbst wenn du die ganze Nostalgie hast, eine Handvoll Stunden dann dran sitzt, bis du es dann fertig hast, muss man gucken, wie groß bist du ein Star Wars-Fan und Oldschool-Ego-Shooter-Fan. Natürlich, Nighthive-Studios und solche Studios sollte man immer unterstützen, weil die echt eine tolle Arbeit machen, aber die wollen ja auch letzten Endes mein Geld und meine Zeit, wenn ich sowas dann zocken möchte. Und ich muss dann auch gucken, kriege ich den Gegenwert dazu? Habe ich genug Nostalgie dafür, 30 auszugeben? Und für mein persönliches Empfinden, ich persönlich würde die Grenze eher so bei 20 ziehen. Ja, bei 20 hört bei mir mal auch so der Impulskauf irgendwie auf. Also bei 17 oder so denke ich schon, ja komm, hol's mal schnell, guck's mal rein und so. Aber bei über 20 dann, das ist dann schon was, wo ich genau wissen will, was ich mir da irgendwie kaufe und so. Und wo es mich dann auch mehr ärgern würde, wenn es irgendwie, weißt du noch, als ich das Joe & Mac Remake vor ein paar Monaten gekauft habe. Das ärgert mich für dich ja jetzt gerade, wenn es Crap erwähnt war. Also gut, das hat wahrscheinlich auch nur so 20 gekostet, aber das ist natürlich dann auch schon ärgerlich. Geld ist Geld. Und absolut. Also 30 Euro finde ich schon auch viel für die Neuauflage. Ja, da werden wir bei dem anderen Spiel in diesem Game Talk auch nochmal kurz das thematisieren. Müsst ihr natürlich für euch wissen. Wir neiden den Entwicklern nicht ihr Geld und das vielleicht kostet auch die Star Wars Lizenz nochmal extra, wenn sie das nochmal dann so lizenzieren wollen. Wir wollen natürlich, dass so ein Studio wie Nighthive dann untergeht. Letzten Endes müssen aber der Aufwand, der da reingeht, muss sich gegenrechnen mit dem, was die an Geld von den Käufern dann haben wollen. Mhm. Einfach so von wegen aus, ja, wenn ihr es nur für 30 hinbekommt, dann könnt ihr vielleicht weniger Aufwand reintun, wie es ihr auch für 20 hinbekommt vielleicht. Na, also muss man immer so dann schauen, dass es vernünftig skaliert ist und nicht immer von dem ausgehen, ach ja, das kostet jetzt 30, dann geben wir es aus und alles gut. Ja. Fein, vielen Dank, Gregor. Ich glaube, damit können wir das Thema Star Wars bewenden lassen. Und ich habe ein ganz anderes Spiel noch mitgebracht. Da können wir direkt mal mit dem Trailer schon reinstarten, bevor ich später noch ein bisschen eigenes Material zeige, was ich aufgenommen habe. Es ist ein Spiel namens Abriss und stammt von einem Indie-Studio namens Randwerk aus Berlin. Hat man vielleicht schon mal mitbekommen, die haben letztes Jahr da beim DCP den Preis für bestes Grafikdesign gewonnen und das Spiel ist auch für den PC schon im September 2023 erschienen und über den Publishing-Partner Astragon kommt das jetzt am 7. März auch für PlayStation und Xbox. Ich hatte die PC-Version mal vor einiger Zeit hier auf der Polaris in Hamburg, das war so eine Messe, unter anderem rund ums Thema Gaming, spielen können, fand das cool, hab dann gesagt, ja klar, gucke ich jetzt auch mal in die Konsolenversion rein. Das wir hier noch sehen, ist ein offizieller Trailer aus dem letzten Jahr und ihr seht es schon, es ist ein Spiel, wo man quasi Sachen baut aus verschiedenen Elementen, also aus Säulen, aus Balken, aus Verbindungsstücken, aus Sachen, Motoren, die etwas drehen können oder bewegen können. Und damit soll man andere Sachen zerstören, also zum Beispiel sowas wie ein Hochhaus oder eine Brücke oder irgendwas anderes, was man sieht. Und dann bekommt man eine Prozentwertung dafür, wie gut hat man das gemacht und kann in den nächsten Level weitergehen oder auch nicht. Es gibt einen Kampagnenmodus und es gibt auch sowas wie Endlosspiel und einen Sandbox-Modus. Und wir können jetzt gern mal in mein Material reinspringen. Ihr seht es immer oben links dann. Ich habe zuerst hier den Qualitätsmodus aufgenommen, das ich auf der PS5 gemacht habe. Und ich muss leider sagen, es ist relativ rough. Ich will nicht sagen, dass das Spiel so bleiben wird auf der PS5, aber wir bewerten natürlich das, was uns irgendwie vorliegt. Es ist eine Version jetzt kurz vor Launch gewesen, die so auch zum Testen freigegeben ist. Im Qualitätsmodus ruckelt es ziemlich, also wenn man die Kamera bewegt oder allgemein bewegt und was ihr hier auch seht, ich mache das nicht absichtlich, dass ich mich da so blöd anstelle, das Spiel steuert sich verhältnismäßig schwierig mit einem Controller, weil du musst diese Stücke da relativ sauber immer aneinander setzen. Und ich habe dann gemerkt, man kann mit dem Touchpad auf dem PS5-Controller quasi auch einen Cursor einblenden und den bewegen. Aber sobald ich den Finger dann immer abgehoben habe, ist dieser Cursor auch wieder so ein Stück versprungen. Deswegen habe ich es dann doch mit Analogsticks gespielt. Da kommen ein paar Sachen für mich zusammen, die das Spiel verhältnismäßig anstrengend machen, wo ich denke, ah, okay, verstehe vielleicht, warum das auf dem PC mit Tastatur und Maus war, weil ich es als wirklich anstrengend empfunden habe. Das sind hier noch so meine ersten Versuche. Das ging später ein bisschen besser, man findet sich da rein. Aber mein erster Eindruck war tatsächlich nicht so gut vom Spiel. Also ich habe hier auch nicht top-notch gebaut. Es reicht aber, um dieses Hochhaus hier zum Einsturz zu bringen.
zum Glück, wenn man mal Steine falsch platziert, du kannst das dann immer wieder rückgängig machen, den letzten Schritt, oder auch alles nochmal wegmachen und neu bauen und solche Sachen. Und hier sehen wir das, was ich eben beschrieben habe. Jetzt ist hier quasi von mir einmal diese Reaktion ausgelöst. Da kommt dann eine kleine Abrechnung und wir sehen, wie viel Prozent wir hier zerstört haben. Könnten hier ja tatsächlich 100% auch gewesen sein. Ich habe jetzt hier mal den Performance-Modus an. Der ist deutlich flüssiger. Er hat allerdings unglaubliches Tearing. Also das Bild reißt sehr auseinander, wenn man schnell die Kamera bewegt. Was ich jetzt hier nicht so deutlich mache, weil es mich selber auch ein bisschen gestört hat. Das ist jetzt so ein Level, wo ich quasi was baue, was unten einen Motor hat, was dieses Konstrukt dann später zum Rotieren bringt und so diese kleineren Häuser hier zum Einsturz bringen soll. Und naja, ich habe mich da ein bisschen reingekniet, habe da ein paar Stunden mit verbracht. Man kann das schon spielen in der Version, wie es ist. Ich vermute mal, dass die Xbox-Version ähnlich sein würde in ihrer Performance, aber es ist schon nicht gut oder einfach nicht so gut, wie ich das mir gewünscht hätte. Da muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen Arbeit reinstecken, weil es eben technisch relativ schwach ist und weil die Steuerung nicht so gut funktioniert. Es kommen noch ein paar andere Sachen hinzu, die mich etwas irritiert haben. Also die Menüs sind teilweise haken ein bisschen. Man kann schlecht erkennen, welches der Felder habe ich eigentlich gerade ausgewählt, mit dem ich interagieren will. Im Steuerungsmenü sieht man noch PC, also Keyboard-Tasten und sowas. Wahrscheinlich kann man da, oder vielleicht kann man da auch ein Keyboard anschließen auf Konsolen und eine Maus. Aber die Frage ist, wer möchte das gerne machen? Also an sich schönes Spiel, aber auf den Konsolen vielleicht noch mal warten, ob das ein bisschen performanter noch wird. Und das mal nach dem Launch jetzt am 7. März im Auge behalten. Weil an sich, also ich finde den Stil cool, so ein bisschen dieses dystopische, düstere, Cyberpunk-artige, alles cool, aber müsste etwas poliert noch werden. Ja. Ist das ein Spiel, was dich interessiert, Gregor? Ja, so das Game-Konzept an sich. Also ich hatte es auch mal auf Messen hier und da mal gesehen, leider jetzt keine Session dann vorab gehabt, unter anderem auch bei der Polaris dran vorbeigelaufen. Mhm. Und da hängt das Auge immer so ein bisschen so von wegen, ah, endlich kann ich mal Lego aufbauen, kaputt machen und sie aufbauen zu müssen. Man sieht auch, wie enorm wahrscheinlich hardwarehungrig sowas sein muss, einfach um diese kleinen Details und Partikeleffekte dann zu zeigen. Ist das schon der Wuselfaktor, der da so ein bisschen mit reinspielt? Ich glaube, es ist auch die Freude an der Zerstörung. So ein bisschen das Blastcore-Phänomen, was es jetzt übrigens auch wieder auf der Switch gerade gibt, im Online-Abo für N64. Glaube auch, dass es tatsächlich hardwarehungrig ist, also auch kein Spiel, was für Xbox One und PS4 noch kommt, ist nur PS5 und Series-Konsolen. Also da vertut man sich vielleicht ein bisschen in den Anforderungen. Und wie gesagt, Idee ist schön. Es ist auch nicht das allererste Spiel dieser Art. Es gab ja eben schon Spiele, wo man auch Sachen irgendwie Sachen baut, um andere Dinge kaputt zu machen. Mhm. Aber an sich schöner Stil. Und das Spiel hätte es an sich verdient, dass es in der bestmöglichen Version einfach auf die Konsolen kommt. Da bin ich aber auch bei dir, gerade um mich in solche Sachen fallen lassen zu können. Da ist es schon wichtig für mich, dass zum Beispiel hier, oh, ich muss jetzt nicht so friemeln, dass der nächste Baustein dort hinkommt. Dass so dieses, was wahrscheinlich sehr ausgelegt war auf Maus und Tastatur, dann, okay, wie kriegen wir das hin, dass da so die KI so funktioniert, dass dann, oh, dieser Block gehört dahin. Mhm. So funktioniert das. Und auch so von wegen Tearing. Ich möchte dann auch im besten Fall, wenn ich das auf dem großen Fernseher spiele, weswegen mich an der Konsole dann setze, mich dann auch von den Partikeln beriesen lassen und nicht immer dann die Sägezahnkanten im Auge abwürgen. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr auffällig leider. Also das, da muss man sich nochmal ransetzen. Vielleicht macht einen Grafikmodus rein, guckt, dass der irgendwie, muss ja nicht mit 60 laufen, aber dann irgendwo dazwischen und dass der dann wenigstens flüssig ist, dann wäre das ein schöneres Spiel. Wir leihen uns den Rechner von Micha Reinke mit einer 70-90 oder was auch immer. Ich glaube, er hat, also mittlerweile schämt er sich, glaube ich, dafür. Micha Reinke hat sehr lange hier angegeben, damit er sagt, ich glaube, er hat eine 30-90 oder so, aber mittlerweile ist das ja richtig alter Käse. Vielleicht hat Budi irgendwann noch seinen Rechner, den er für Crysis zusammengebaut hat. Da müsste es dann vernünftig laufen. Hat er wirklich gemacht, ne? Das war damals, ich glaube, es war sogar der Aufhänger des Beitrags damals bei Game One. Budi hat einen Rechner gebaut, damit Crysis drauf läuft. Und ist trotzdem nicht gut gelaufen, wenn ich mich richtig erinnere. Weißt du, hardwarehungrig war. Ich baue eine super Überleitung jetzt für uns, Gregor. Zu einem kleinen kurzen Thema, das wir hier noch behandeln, bevor wir uns ein Päuschen gönnen. Glaubst du, Crysis läuft auf dem Gerät, was sich in deiner schönen Gucci-Tasche versteckt, die da auf dem Tisch liegt? Ja, die Gucci-Tasche oder wie auch immer die so ähnlich dann ausschaut, wahrscheinlich eher Crysis, je nachdem, wenn man auf der Auflösung dann schauen würde. Aber ich weiß nicht, das können wir ja gerne probieren. Es gibt ja auch mittlerweile ein Remaster, was wahrscheinlich ein bisschen besser optimiert ist. Ich habe hier in dieser Tasche drin das Anbernic RG556, eines der vielen Handhelds, die in den vergangenen Jahren immer wieder rausgekommen sind.
wenn du dich im Internet umschaust, hat man ja häufig die Gelegenheit, hol dir dieses Handheld und dann laufen Super Nintendo-Spiele oder andere Sachen so drauf. Ich habe ja auch viel in der Vergangenheit zum Beispiel mit so Raspberry Pi-Geräten gearbeitet. Ja. Da gibt's den, wie hieß der, GPI-Case, glaube ich, hieß es, was aussieht wie ein Gameboy, wo du dann Raspberry Pi Zero reinpackst und dann kannst du quasi bis zu PlayStation 1 drauf spielen, originalgetreu, was ich daheim auch habe. Das macht alles immer viel Fun. Unbernic ist eine Firma, die schon sehr viel in der Vergangenheit gemacht hat. Ich hatte vor ein paar Jahren mal ein paar Handhelds von denen gesehen, aber mehr auf dem Niveau, sahen eher aus wie so größere Gameboy Advances oder sowas und hatten dann so die eingebaute Technik, ging bis maximal PlayStation 1, also das, was du auch von Raspberry Pis rausbekommen hast. Du hast mir dieses Gerät mal übergeben. Du hast es dir auch schon anschauen können. Das ist eins der neueren, die sie rausgebracht haben, was ein bisschen größer ist. Man sieht es, es hat fast schon, ja, ich will nicht ganz sagen Switch-Ausmaß, es ist ein bisschen kleiner als Switch, würde ich sagen. Ein bisschen wie ein geschrumpftes Steam Deck tatsächlich. Ein bisschen wie so ein kleineres Steam Deck. Hat aber auch etliche, ich will jetzt nicht zu viel, wir können das auch nicht so ganz groß hier abbilden, aber du kannst darauf mit der verbauten Technik, die da drin ist, nicht nur bis PlayStation 1 laufen lassen, weil ich spiele jetzt gerade Sega Dreamcast hier drauf, schon ein bisschen Virtual Tennis. Und das ist so ein bisschen der Appeal an dem Gerät. Nicht nur für die Leute, die gerne so dann ein bisschen höher motorisierte Sachen unterwegs spielen wollen. Da sind so bereits vorab diverse Software eingebaut ohne die Spiele. Die muss man selbst supplyen natürlich. Aber von NES bis Sega Saturn, was hardwarehungrig ist. Du hast dann Dreamcast, PlayStation 2, Nintendo GameCube. Ich komme schon mit den Nintendo-Konsolen durcheinander. Dass es also auch genug Technik hat, um solche Systeme laufen zu lassen. Und ich bin da gerade so ein bisschen beim Ausprobieren. Ich hatte ja vor langer Zeit dann auch schon mal meine Spielesammlung digitalisiert für solche Fälle. Ein paar Dreamcast-Sachen hier rübergezogen. Das ist der Redream-Emulator, der draufläuft, den ich im Retro-Club auch schon mal gezeigt habe. Und zum Beispiel mit der verbauten Technik, die drin ist. Dreamcast einwandfrei hier drauf. PS2 liefen die meisten Sachen, die ich probiert habe, in der nativen Auflösung bisher auch ganz vernünftig. GameCube hat ein bisschen geruckelt. Ich habe Metroid Prime da ausprobiert, aber ist ja auch ganz nett, dass man sowas hier drauf laufen lassen kann. Wobei, das ist Remaster auf der Switch. Und ich werde mich in der nächsten Zeit mal ein bisschen damit beschäftigen, weil das Ding ist ganz gut ausgestattet, was die Technik angeht. Sticks und Knöpfe sind ganz nice. Es ist ein OLED-Screen, hattest du ja auch schon gesagt. Genau, das ist so ein bisschen auch USP von dem Ding, mit dem sie das verkaufen, von wegen, hey, das kostet ungefähr, wenn du das bestellst hier nach Deutschland, inklusive Versandkosten, dann so um die 200 Euro, ist ein OLED-Screen drin, der tatsächlich ganz gut ist von der Qualität her. Und du hast es gesagt, ist relativ performant. Man kann es noch nicht ganz final bewerten, weil die Hardware, die da drin ist, die wurde noch nicht bisher in anderen Gaming-Handhelds verwendet, also in exakt dieser Form. Häufig ist das so, es gibt wirklich wie Sand am Meer diese Geräte, also gerade auch von Unbernic ältere Sachen, die haben oft die gleiche Hardware drin, das heißt, du weißt genau, welche Performance bekommst du damit und du hast es eben schon mal gesagt, früher war so PS1 das Limit, aber die Zeiten sind schon relativ lange vorbei. Es gibt jetzt eben auch so eine Klasse zwischen, die weit oberhalb der 100 Euro liegt, wo wir uns eher so im 200-300-Euro-Bereich bewegen. Da gibt es eben Unbernic ist da, aber auch Retroid, also der Retroid Pro 4 und solche Sachen, oder Retroid 4 Pro heißt der, glaube ich, oder auch Ain Odin. Es gibt dann eine Menge solcher Handhelds und das ist jetzt gerade ein ganz vielversprechender Neuzugang, weil es eben noch einen ganz guten Preispunkt hat, weil es ein schönes Display hat und da relativ viel eben drauf läuft. Und du hast gesagt, du wirst dich dann nochmal weiter mit befassen. Und falls ihr euch das fragt, viele dieser Geräte sind Linux-Devices. Und dann gibt es immer, meistens kommen die mit relativ schlechter eigener Software. Und dann baut die Community irgendwas, was man darauf installiert. Oft auch auf Basis von Emulation Station. Das ist ein Frontend, was es auch zum Beispiel im PC- oder Mac-Bereich und so gibt für Emulatoren. Und hier ist es aber so, der RG556, das ist ein Android Gerät. Auch, genau, das ist auch dem Play Store, wo du dir Sachen direkt draufziehen könntest, aber da ist schon Software vorinstalliert. Und dadurch, dass für Android und für Handys natürlich schon viele solcher Software schon durchgeschliffen ist, können die entsprechend auf diesen Versionen dann aufbauen, was da drauf ist. Ich kann es jetzt noch nicht ganz so beurteilen. Ich habe es bisher ein bisschen ausprobiert. Ich würde es mal aktualisieren, die neueste Art der Software, gucken, was da mit der Firmware nochmal da ist, weil dann gibt man dem Ganzen nochmal eine Chance, dass da so Kinderkrankheiten ausgemerzt werden. Und es ist natürlich alles auch immer so eine Setup-Sache. Möchtest du hier Downsampling haben und sagen, oh, ich nehme irgendein PS2-Spiel, was in ganz hoher Auflösung
Auflösung läuft, damit es auf dem OLED-Screen noch schärfer aussieht, oder gehe ich von nativer 640x480 Auflösung aus? Das macht alles auch noch so den Unterschied. Was interessant ist, so seitdem Steam Deck und die vergleichbaren Sachen rausgekommen sind, du kannst das ja auch alles auf solchen Geräten einrichten. Das sind ja dann tragbare PCs. Und ich selbst bin für mich persönlich, wenn ich nicht unterwegs bin, ich habe das auf so einem kleinen Mini-PC mittlerweile alles draufgetan, was ich so Retro-Spiele-mäßig mache, der bis zu GameCube auch alles sinnig darauf laufen lässt, teilweise sogar PS3, wenn es funktioniert vernünftig. 200 Euro ist schon mal ein bisschen eine andere Preisklasse, als wenn du gleich ein Steam Deck dir holst oder dieses Lenovo Go, glaube ich, ist, was noch mal teurer ist. Ist ja auch dann so, ich glaube, das war dieses Go, wo man auch so Switch-mäßig die Controller abmachen kann. Ist cool, dass diese Sachen auf jeden Fall performanter werden für den Preispoint. Und du wirst zugeworfen mit solchen Handhelds. Du brauchst also nicht alle. Aber wenn du dich irgendwann mal entscheiden kannst, ich kann mir vorstellen, das mehr als das Steam Deck zum Beispiel mitzunehmen, wenn ich was retromäßig spielen möchte, weil einfach das Gewicht und die Größenverhältnisse. Ja, es ist sehr leicht tatsächlich, das Gerät. Und das Steam Deck, klar, das ist für eine kurze Busfahrt packt man das dann eher nicht so aus dem Rucksack, weil es einfach schon groß ist. Aber natürlich Steam Deck, muss man auch ganz klar sagen, nochmal eine ganz andere Leistung. Ja, genau. Als das, was du hier mit dem Gerät hast, das ist halt eine Mobile-Hardware im Wesentlichen, die aber mittlerweile, es wird einfach halt besser, aber die Ansprüche der alten Spiele, die bleiben natürlich immer gleich. Das heißt, vor ein paar Jahren wäre es noch völlig unvorstellbar gewesen, dass wir mobile kleine Geräte haben, für so wenig Geld, die ein GameCube-Spiel oder so abspielen können. Kannst du dich noch erinnern, diese Selbstbauten von vor 10, 15 Jahren, Leute haben die PS2-Platine runtergefräst in ein mobiles Gehäuse und dann einen Screen reingepackt. So. Aber es sind eigentlich nicht mehr so, das sind halt Gag-Projekte. Es sind Gag-Projekte, die natürlich auch sehr interessant waren, dass man sowas machen konnte. Aber alleine, dass du mittlerweile die Wahl hast, wirklich dann zu sagen, hey, ich probiere das so aus, ich teste es so aus. Ihr solltet im besten Fall euch dann entscheiden, was ihr in der Sache machen möchtet, weil sonst landet ihr so, wie es bei mir ist, und ich habe 17 von diesen Handhelds zu Hause in den Schubladen rumliegen. Auch mehr, als ich haben sollte, kurz an der Stelle eingeworfen. Ich würde sagen, Gregor, du machst dazu nochmal was, guckst dir das nochmal weiter an. Wir gönnen uns jetzt ein kleines Werbepäuschen hier und dann geht's hier gleich weiter. Wir haben nämlich noch viele spannende Themen heute für euch. Lars, wir sind ready. Weißt du, wo Florentin ist? Keine Ahnung, müsste eigentlich gleich kommen. Tritt die Flamme an, zünd sie an. Ich will alles brennen sehen. Ich kann den Beat nicht mehr. Sorry, where is my step? Sorry, wir haben... Rocket Beans TV. Wann du willst, wo du willst. 24/7 auf satu.com und Rocket Beans TV. Einfach so. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Schön, dass ihr noch mit dabei seid. Gregor und ich wollen ein bisschen über die jüngsten Entwicklungen in der Spielebranche sprechen, weil gefühlt könnte man heute fast täglich einen Game Talk machen über irgendwelche schlechten Nachrichten, die es bei Konzernen, Publishern, Entwicklern und was auch immer noch so in der Branche unterwegs ist gerade gibt. Da ist einiges passiert tatsächlich, seitdem wir das letzte Mal hier über unerfreuliche Dinge gesprochen haben. Natürlich, es ist schon ein paar Tage jetzt her, es kam so kurz nach unserem letzten Game Talk, bei Sony zum Beispiel werden ordentlich Stellen abgebaut, nämlich weltweit über 900. Das entspricht rund 8% aller Jobs bei Sony Interactive. Und das sind sowas wie das komplette Studio in London, wo man sagt, okay, die haben jetzt keine Projekte mehr und das war auch alles vielleicht dann nicht mehr so erfolgreich. Das waren die hauptsächlich VR gemacht haben, ne? Oder die, viel für VR gemacht haben. Ich meine, Horizon war bei denen, das VR Horizon, wenn ich mich erinnere. War im Firesprite Games. Die sind, glaube ich, auch betroffen, aber die sind, glaube ich, nicht komplett geschlossen. Aber ich finde das wirklich bemerkenswert ist, dass auch die Studios betroffen sind, die wirklich die großen Erfolgstitel für Sony machen, also Guerrilla Games, Naughty Dog oder auch Insomniac, die jetzt zum Beispiel auch ein eigenes Posting dazu gemacht haben, dass sie da auch von betroffen sind. Und das ist natürlich eine sehr traurige Sache für sie ist, dass sie da Stellen abbauen müssen. Und fragt man sich so ein bisschen, wie kann das eigentlich sein? Abbauen müssen ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Müssen sie es abbauen, weil der Gewinn da ist, aber nicht so hoch, wie er sein müsste für die Aktionäre. Was bedeutet müssen in dem Sinne hier? Es ist auch sehr praktisch,
praktisch für Jim Ryan als bald ehemaligen CEO. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile schon ausgetreten ist, aber so nach mir die Sintflut, ich gehe in Rente und jetzt könnt ihr mal gucken, wie ihr, wo wir keine neuen Blockbuster-Titel mehr haben, die in den nächsten Monaten rauskommen werden, wo wir unsere Projektionszahlen nicht mehr erreichen, wie viele PS5 wir verkaufen wollen. Mhm. Wir hatten es ja immer wieder mal diskutiert, das ist so dieses typische, was leider schon seit einiger Zeit dann grassiert in der Spieleindustrie. Wir sind alle wirtschaftsorientiert, klar, wir möchten auch Gewinn machen, aber dadurch, dass es viele börsennotierte Unternehmen sind, es muss auch immer Wachstum sein, immer mehr Gewinn für die Aktionäre dann abfallen. Und wie bedeutet das dann, vernünftig wirtschaftlich zu arbeiten? Wie kann man zeigen, dass, wir haben unsere Zahlen nicht ganz erreicht, lass uns erstmal Leute entlassen und dann können wir es irgendwie schon wieder gerade biegen, weil das so die einfachste Möglichkeit ist zu machen, ohne vorausschauend zu sehen, dass ihr dann euch einfach dann, die Möglichkeit verbaut, dann mehr Geld in der Zukunft zu verdienen und auch von wegen aus dieses enorme Anwachsen der Budgets, was wir in den letzten Jahren dann auch hatten. Wie viel hatte ich ja schon, man hatte ja schon so Zahlen im Raum gesehen, Spider-Man 2, 300 Millionen Dollar, irgendwas so drumherum, das sind fast schon Rockstar-Ausmaße, was die dann ausgeben für ihre Spiele, die dann teilweise 7-8 Jahre für ein Game dann dran arbeiten. Und wenn da deine erste Antwort ist, lass uns da nochmal ein paar hundert Stellen oder hunderte bis tausende Stellen oder sowas abbauen, wäre es nicht eher dann gedacht, lass mal Spider-Man 5 Kostüme weniger haben oder so. Sehr im übertragenen Sinne gesprochen. Aber das kommt sehr, sehr zynisch leider bei mir an, sozusagen, wenn man sich das in der Richtung anguckt. Und das wird dann große Auswirkungen darauf haben. A, natürlich die ganze Expertise, die damit verloren geht, wo sich die Leute umorientieren und dann sagen, ich habe jetzt in der Spieleindustrie gearbeitet, ich suche mir anderswo einen Job, wobei Tech-Industrie immer noch jetzt allgemein schwer ist. Es ist ja nicht nur die Spieleindustrie, die von Entlassungen dann betroffen ist. Aber wenn mir das als Spieleindustrie-Teilnehmer passiert, wo ich vielleicht auch meine Leidenschaft da rein tue in dem Beruf, würde ich fast sagen, gucke ich mir irgendwo nach einem sichereren Job um. Und schon fehlt diese Expertise von diesen Leuten bei den Spielen, die in der Zukunft gemacht werden, die sich nicht von anderen dann anheuern lassen. Eine weitere Sache, so ich glaube, dass wir es jetzt nochmal enorm sehen, es fühlt sich ein bisschen so an, der Damm ist gebrochen. Irgendjemand musste dann mit Entlassungen mal anfangen von der Spieleindustrie und jetzt, okay, die meisten Leute hatten schon ihre Nachrichten, komm, wir schmeißen auch nochmal ein paar Entlassungen rein. Das ist echt krass. Um nochmal einen Gedanken zu vertiefen, wir haben ja letzte Woche hier, glaube ich, kurz, also mehr gaghaft, weil wir auch auf die Switch 2 kamen, über eine PS5 Pro gesprochen, wo jetzt Sony gesagt hat, hey, wir erreichen nicht ganz unsere Hardware-Ziele und eine installierte Basis an Konsolen ist ja auch erstmal das Fundament, auf dem du später sagen kannst, ja, da bauen wir auch 100 Millionen verkaufte Exemplare von Spider-Man auf. Du willst mehr Konsolen bringen. Ist eine PS5 Pro, die dann vielleicht nicht 400, sondern 600 Euro kostet. So viel. Also ist das gerade das Richtige dann? Oder muss man eher sagen, ja, wir müssten eigentlich gucken, dass unsere PS5, die ist auch wahnsinnig preisstabil. Es gab ja zwischendurch sogar, glaube ich, mal eine Erhöhung im Rahmen der Inflation, dass die PS5 mal 50 Euro teurer wurde. Und wenn man das bei der PS4 jetzt zum Beispiel mal nachschaut im gleichen Zeitraum, ist die schon deutlich günstiger geworden. Weil eine PS5 kostet einfach fast noch das Gleiche. Und vielleicht müsste man die versuchen, erstmal billiger zu machen und die Basis zu erhöhen, statt zu sagen, wir gehen jetzt mit einem noch teureren Modell rein, um versuchen, das an Mann und Frau zu bringen. Ja, die PS5 ist der neue Döner sozusagen. Ne? Da wird immer preismäßig ordentlich an der Schraube gedreht. Es gibt immer weniger Salat und andere und weniger Fleisch, was reinkommt. Bin ich bei dir, Fabian? Also so, es wäre, wenn es eine PS5 Pro, die auch entsprechend ordentlich teurer ist. Wir hatten ja einher, glaube ich, als die PS4 damals das Pro-Modell bekommen hat, da wurde ja auch nochmal das Grundmodell runterneuert, das ist wahrscheinlich auch so für Sony weniger Produktionskosten verursacht hat. Das war von den Specs gleich mit der ersten PS4, aber ich hatte mir auch diese kleinere geholt, weil die dann auch wesentlich transportabler gewesen ist und auch sinniger. Sony muss natürlich, ich weiß nicht, wie das intern dann bei denen ausschaut, rechnet sich das schon mit den Baukosten. Weil die PS5, als sie rausgekommen ist, da hat Sony bestimmt auch noch nicht ultra viel Gewinn gemacht, wenn nicht sogar dann eher Verlust. Sowas wird gerne ja zu Beginn von Konsolengenerationen subventioniert, wo die sagen, hey, wir machen das echt
hart an die Kante. Eventuell machen wir sogar Verlust mit den Konsolen, um es erstmal dann ja im Markt festzusetzen. Mhm. Und wer weiß, wie das jetzt mit Chipknappheit, natürlich Pandemie ist jetzt auch nicht so lange her mit den enormen Einschränkungen, ob die überhaupt so eine vernünftige Senkung mit dem Preis machen können, um das umzusetzen. Aber da bin ich auch bei dir. Ich würde sagen, jetzt ein Pro-Modell rausbringen, was signifikant mehr kostet, ohne eine Alternative zu bieten, wo man sagt, hey, auch wenn wir hauptsächlich die Pro verkaufen wollen, wir haben trotzdem das Base-Modell oder in einer kleineren Fassung, aber das dann wirklich 100, 200 Euro weniger kostet. Ja. Sobald du einmal diesen Schritt gemacht hast, kannst du natürlich dann, so und jetzt ist mit der Pandemie nochmal gesagt, wir packen nochmal drauf. Normalerweise machst du aber die Konsolenpreise nicht teurer, ne, weil sich die Leute schon an das Niveau vorher gewöhnt haben und es wird häufig versucht, okay, es bleibt der exakt gleiche Preis, aber du kriegst noch drei Spiele dazu, damit die nicht sagen müssen, es kostet jetzt weniger was. Wenn das schon jetzt die letzte Methode für Sony ist, da nochmal das Ruder rumzureißen und die Aktionäre zu besänftigen, sie können es probieren. Ich weiß nicht, ob es von Erfolg gekrönt sein wird. Die Zeit wird es zeigen. Wir können mal weitergehen zur nächsten Firma. Da kann die liebe Regie gerne mal das Bild einblenden von EA zu einer Mitteilung, die es da gab. Diese Mitteilung klingt erstmal nicht so schlimm. Da steht, continuing to evolve our business and teams. Also wo ich jetzt mal, ich würde das mal übersetzen frei mit, wir arbeiten weiter daran, unser Geschäft und unsere Teams weiterzuentwickeln. Mhm. Was das auf Deutsch heißt, ist, wir entlassen 670 Mitarbeitende. Das sind etwa 5%, die hier nochmal gehen müssen. Und zwischen den Zeilen steht da noch viel, was weiter auch auf die kommenden Spiele von EA Rückschlüsse zulässt. Nämlich man möchte die eigenen IPs stärken, also Marken, die einem selber gehören. Sowas wie Sims, wie EAFC, wie Apex. Und lizenzierte Spiele sollen weniger werden. Das heißt, zum Beispiel bei EA ja auch groß oder ist groß mit im Geschäft mit Star Wars Spielen. Da müssen wir mal gucken, ob da nochmal ein neues Star Wars Jedi kommen wird. Ja, sie haben ein großes Star-Wars-Spiel ja gecancelt, das Mandalorian-Game, was irgendwie in Arbeit war, ne? Ja, und so ein Star-Wars-Shooter von Respawn haben sie wohl schon platt gemacht. Und es ist natürlich verständlich, dass EA sagt, ja, guck mal, warum machen wir unser Geld nicht nur mit Sims und mit unseren anderen Sachen, die uns komplett gehören, wo wir nichts zahlen müssen. Und sie haben auch gesagt, sie sehen, dass sie viel Revenue machen durch Online-Spiele, durch Live-Service-Spiele und solche Sachen. Das sind alles keine neuen Erkenntnisse. Das sind auch Richtungen, die sich EA schon länger bewegt hat. Es ist nicht so, dass deren Geschäft nicht profitabel wäre, aber du hast es schon mal gesagt, es ist der gleiche Fall. Einnahmen sind schön und gut, aber noch mehr Einnahmen sind noch besser. Deswegen muss alles einfach so weit optimiert werden im Hinblick auf das Geld. Ja, du entwickelst dich in die Arbeitslosigkeit dann damit weiter. Ist vielleicht auch ein Hintergedanke von diesen ganzen Firmen, jetzt wo wir mal Leute im ganzen Sog der Wirtschaft rauswerfen können, mal gucken, wie das überhaupt mit diesen ganzen KI-Tools ist. Ja, vielleicht, wir könnten jetzt in der Theorie die wieder anstellen, wenn wir wieder mehr Leute brauchen, wenn wir solche Sachen entwickeln wollen. Aber wenn uns KI hilft, Art-Designer einzusparen oder kleine Programmiergeschichten oder so. Das ist deshalb investieren ja so viele Tech-Firmen auch so viel in KI-Modelle und alles drum und dran. Einstellen kann man immer im Nachhinein dann nochmal wieder Leute, wenn es dann wieder nötig wäre. Aber vielleicht musst du dann statt den 670 Leuten, die du rausgeworfen hast, dann vielleicht nur 60 einstellen, die dann KI sauber machen. Oder so, ne? Also wer weiß, was da für die Gedankengänge ist. Hauptsache, das wird wirtschaftstechnisch optimiert. Und EA an sich, also die hatten ja eh schon ein recht schmales Portfolio, muss ich sagen, so für mich gefühlt, also verglichen wie EA noch in den 80ern und 90ern gewesen ist, was wirklich das bunteste Spieleprofil hatte ever gefühlt und die ja so viele Teams hatten, die so viele verschiedene Sachen gemacht haben. Irgendwann hast du zwischendurch immer mal wieder diese kleineren Farbtupfer gehabt. Ja. Da waren doch EA, ist ja auch die Josef Fares Games. Ne? Ja, zudem jetzt noch Tales of Kanzera. Tales of Kanzera, was mit dazu kommt. Oder auch ab und zu mal, also dass wir überhaupt sowas wie das Dead Space Remake bekommen haben, finde ich erstaunlich dafür, dass es kein großer Hit gewesen, also für EA-Verhältnisse kein Hit gewesen ist. Jetzt, wenn das alles noch mehr EA, Sims, EAFC, Sims, Apex Legends oder sowas wird, ja, müssen wir uns drauf einstellen. Andrew, wie heißt der? Andrew Wilson? Kann sich vielleicht ein schönes Bonuspaket auszahlen lassen noch. Das stimmt wohl.
Nächste schlechte Nachricht. 505 Games, die haben gerade noch Brothers Tales of Two Sons, das Remake rausgebracht. Das haben wir hier letzte Woche vorgestellt. Die müssen auch Leute entlassen. Das führt unter anderem dazu, dass 505 Games das Büro in Deutschland auch schließt, was persönlich ich wirklich schade finde, weil ich kenne da ein, zwei Menschen auch schon seit langer Zeit, die mittlerweile eben bei 505 Games arbeiten und vorher an anderen Stellen in der Branche. Das wird jetzt quasi leider abgewickelt und dicht gemacht und 505 versucht auch anderweitig noch an Geld zu kommen. So haben sie jetzt zum Beispiel an Remedy, die das Control-Marke verkauft. Also Remedy hat jetzt quasi nicht nur wieder Alan Wake in Besitz, das haben sie vor ein paar Jahren schon gekauft, sondern jetzt eben auch die Marke Control, was ja alles im gleichen Universum spielt. Also es gibt da ja Überschneidungen zwischen Control und zwischen Alan Wake. Und das ist sicherlich für Remedy schlau, das zu machen, wenn du eben die volle Kontrolle über Marken hast, die du maßgeblich kreativ und inhaltlich mitgeprägt hast. Aber ja, gute News für Remedy, aber schlechte für 505 Games. Also schade, weil es eigentlich auch ein Publisher ist, den ich mag die irgendwie gerne. Die machen oft auch so mittelgroße Spiele, die haben selten oder nie richtig große Blockbuster gemacht, aber kommt über die nicht zum Beispiel auch jetzt Ayuden Chronicles? Müsste sein. 505 müssten auch zum Beispiel Bloodstained gehabt haben oder da mitsupportet haben. Wenn ich es nicht durcheinander bekomme im Kopf, 505 war ja früher auch, waren das nicht so Budget-Publisher für PS2, wo du dann so Grabbelkiste 505 Games da Sachen rausholen konntest? Habe ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ich weiß nicht, vielleicht heißt es nur ähnlich oder so. Okay. Oder ich krieg's dann mit einem vergleichbaren Marke, aber durcheinander. Die haben sich in den letzten Jahr und dem letzten Jahrzehnt, muss ich ja sagen, aber zu einem interessanten Nischenpublisher dann entwickelt, in der Form, dass man da auch mal kleineren Titeln eine Bühne geboten hat oder dann auch mal so größere Brecher wie Control dann da hatte. Mhm. Also man braucht sich, glaube ich, nicht wundern, Remedy, obwohl das ein großes Entwicklerstudio sind, die müssen natürlich bei einer unerprobten Marke dann auch sagen, wen holen wir uns als Partner im Boot? Die sagen dann auch, hey, dann gehört uns das aber zu gleichen Anteilen, wenn wir euch da supporten mit Geld und allem drum und dran. Dass das jetzt der Schritt sein muss, natürlich schade für einen Publisher. Mich freut es für Remedy, dass die dann über ihr Schaffen dann mehr Kontrolle, no pun intended, da haben. Da sehe ich aber auch hauptsächlich so eben den menschlichen Verlust, den wir hier haben. Ja. Ne? Insbesondere, wenn dann sowas konsolidiert ist. Wir haben natürlich nochmal eine andere Sonderstellung in der Form, weil wir häufig dann mit Leuten von Publishern dann zu tun haben und dann auch direkt mal was fragen können oder sagen können, hey, wie sieht's mit diesem Spiel aus und so weiter und so fort, wenn diese Sachen uns wegbleiben und dann nur so eine zentrale Auffangstelle dann ist. Ich hätte zum Beispiel auch so Schwierigkeiten, jemanden für das Tomb Raider Remaster zeitig ranzubekommen, damit wir uns da vernünftig angucken können. Mhm. Da macht es für uns natürlich auch die Arbeit schwerer, um für euch die Spiele zeitiger zu zeigen. Ja, das ist richtig. Okay, springen wir von 505 Games nochmal weiter. Wir sind noch nicht ganz durch mit diesem Block der Trauer. Wobei man sagen muss, jetzt nimmt es ein bisschen eine andere Farbe an. Weil was wir auch gerade sehen, sind Abspaltungen von Studios von ihren Mutterkonzernen. Ich ziehe jetzt mal einfach hier den übernächsten Punkt auf meinem Zettelchen vor. Zum Beispiel bei Embracer. Da haben wir auch schon häufig hier darüber gesprochen, dass die in richtig großer Schieflage sind. Viele Projekte einstellen, Studios abwickeln. Und jetzt ist es so, dass es gibt da zwei Studios, die auch zu Embracer gehören, nämlich Gearbox und Saber Interactive, dass die verkauft werden sollen. Und ich bin gespannt, ob das was wird. Und das ist natürlich, muss man erstmal sagen, besser, wenn so ein Studio verkauft wird, weil es nicht heißt, wir haben so viele Schulden, was könnten wir denn machen? Ja, wir können ja Gearbox dicht machen mit seinen 300 Angestellten, sondern wir verkaufen das. Dann haben so Firmen natürlich erstmal auf dem Papier noch eine Zukunft. Und das Gleiche, da will ich eigentlich auch noch drauf hinaus gerade, ist auch Toys for Bob spaltet sich ab von Activision und somit von Microsoft. Auch dazu haben wir einen Screenshot vorliegen von deren Webseite, wo steht, dass sie jetzt ein Indie-Publisher werden. Und da muss ich sagen, ey, Gott sei Dank, ich liebe Toys for Bob, also Liebe ist übertrieben, aber die haben viele gute Spiele gemacht. Also die haben zuletzt Spyro-Sachen gemacht, die haben Skylanders gemacht, die haben Crash Bandicoot-Titel gemacht, die echt gut waren. Also Crash Bandicoot 4 zum Beispiel, habe ich da mal nachguckt, das kam schon 2020. Ich habe gedacht, das wäre viel neuer. Fand das ein richtig tolles Game, was die da einfach zusammengebaut haben. Demnächst bei Speedrandale. Oh, nice. Crash Bandicoot 4. Wie schnell spielt man das durch? Oh, das ist ein spezieller Speedrun. Ich glaube, auf fast alles, was man da machen kann, das sind schon 2 bis 3 Stunden.
Aber okay. Das Ding ultra hart dann teilweise. Auch könnt ihr euch drauf freuen, wenn es bei Speedrun da dabei ist. Pflichte ich dir bei. Ich fand auch ein tolles Spiel von denen, sowieso Toys for Bob oder so. Die sind für mich auf so einer Stufe mit Vicarious Vision. Ne? Mhm. So ein langlebiges Studio, was sich wirklich in ihrem Bereich sehr hervorgetan hat, mit kreativen und eigenständigen Spielen, auch viele Auftragsarbeiten gemacht. Das heißt, Vicarious Vision ist ja, glaube ich, bei Activision dann irgendwo aufgegangen in der ganzen Call of Duty. Wir programmieren dann Schuhe für Toys for Bob Price und so weiter. Ich habe bei Wikipedia geguckt, da steht noch, also die haben noch dieses Crash Team Rumble gemacht 2023, das will ich ihnen noch geben. Aber sonst steht da nach Crash Bandicoot 4, stehen da 4 verschiedene Call of Duty Spiele, wo immer steht Additional Work, Additional Work. Und ich glaube nicht, das ist keine gute Ausnutzung der Kompetenzen von Toys for Bob. Ich glaube, das macht den Leuten da keinen Bock, die da arbeiten. Und von daher, wenn so ein Studio jetzt Indie wird, und sie haben auch gesagt, sie streben trotzdem eine Partnerschaft wieder mit Microsoft an, also da zu arbeiten. Und wir haben es vorhin schon mal off camera gesagt, was eine schöne Idee wäre, soll Microsoft denen doch einfach Banjo und Kazooie als Charaktere geben, weil Toys for Bob wird sich natürlich schwer tun, die haben natürlich keine Spyro-Marke jetzt mehr und kein Crash Bandicoot und müssten dann sich irgendwie was Neues ausdenken. Soll denn Microsoft ihre Figuren geben, zu denen sie offensichtlich selber keine Lust haben oder keine Kapazitäten haben, Spiele zu machen? Fänd ich top, ne? Also wenn Toys for Bob dann ein Banjo-Kazooie Jump'n'Run mal machen und die wissen ja, was die Games ausmacht. Es bleibt abzuwarten zu sehen, wenn man auch auf die Embracer-News dann schauen, was würde so die Abspaltung von Studios bedeuten, wenn Gearbox und Saber Interactive verkauft werden. Ich glaube, zu Saber Interactive gehört ja auch noch so ein Dutzend kleinerer Entwickler. Ja, irgendwie mit dazu. Aspyr zum Beispiel. Aspyr, genau, mit dem Tomb Raider Remaster, die wir gehabt haben. Das ist ja eh so ein Kuddelmuddel bei Embracer. Okay, entweder wir schließen Studios oder wir haben jetzt Crystal Dynamics mit der Tomb Raider-Lizenz, aber wir verkaufen die Tomb Raider-Lizenz oder lizenzieren sie ja an Amazon weiter, damit die jetzt das neue Tomb Raider-Spiel finanzieren. Wenn wir Gearbox verkaufen, behalten wir aber die Gearbox-Marken, also Borderlands und Duke Nukem oder sowas, was denen gehört, oder verkaufen die mit? Das wird auch, glaube ich, groß davon abhängig sein, ob zum Beispiel ein Gearbox vernünftig Erfolg haben kann, weil Gearbox, ich weiß nicht, inwiefern groß Randy Pitchford dann noch in die Geschicke mit eingreift oder ob er immer noch nach seinen USB-Sticks sucht. aber Gearbox ist ein langlebiges und sehr arriviertes Unternehmen, hat natürlich auch seine Flops zwischendurch mal gehabt mit Battleborn zum Beispiel. Oh Gott. Aber die kannst du ja auch, was so Shooter und andere Sachen geht, echt mit guten Sachen beauftragen. Die hätten es auch mal verdient, mal wieder einen neuen Erfolg zu bekommen. Ja, auch hier werden wir euch in Zukunft weiter informieren, wie es da weitergeht. Hoffen aber, dass wir nicht jede Woche jetzt hier so viele schlechte News aus der Branche mitbringen müssen, dass sich das alles ein bisschen erholen wird irgendwann oder neue Modelle gefunden werden, vielleicht auch neue Philosophien entwickelt, wie man eigentlich Spiele macht, die nicht unter Crunch und für 300 Millionen über 3 Jahre entwickelt werden müssen. Ist alles nicht so eine schöne Zeit gerade, was das angeht, aber ja, wir werden euch da weiter zu informieren. Jetzt kommen wir noch zu einem ganz hübschen kleinen Spiel, was Gregor noch spontan reingeworfen hat. Das ist jetzt am 28. erschienen für alle Plattformen, also PC, PlayStation, Xbox, Switch, ist die Fortsetzung eines, ich glaube, NES-Spiels, ne? Genau, im Original auf dem NES, zumindest der erste Teil rausgekommen, als Euphoria im Westen. Mhm. Ein weitläufiges Jump'n'Run von Sunsoft damals gewesen. Und jetzt bekommen wir 30 Jahre plus später Euphoria 2 oder Euphoria The Saga 2 für die Plattform, die du genannt hast. Ein Jump'n'Run in einem ganz eigenständigen Filzfigurenstil. Hat mich auf den ersten Blick so an sowas wie Kirby von Nintendo so und das magische Garn erinnert. Für mich ist es voll Yoshi's Story vom N64. Es hat auch, ja stimmt, mit dem Scherenschnitt, der da hinten dran ist. Es wirkt alles so ein bisschen handgecraftet und auch als ob die Wolken so kleine Wattebäuschen wären, so kleine Grafiken zwischendurch sind wie diese Perla aufgebaut. Du weißt ja, diese Pixel-Art-Figuren, die dann mit diesen kleinen Plastiknippeln dann zusammengepackt werden, wo man mit dem Bügeleisen drüber geht. Die haben sich also Gedanken gemacht, das mit dem sehr hübschen Look zusammenzupacken. Ich habe die PC-Version jetzt gespielt. Ich kannte das NES-Original, das ist aber Ewigkeiten her, dass ich es gespielt habe. Ich hatte es abgespeichert als so ein Geheimtipp auf dem NES. Du hattest so viele verschiedene Charaktere, die du spielen kannst. Das ist fast schon so Metroidvania mäßig aufgebaut und Sunsoft hatten im letzten Jahr, meine ich, oder vielleicht war es sogar schon das Jahr davor, so eine Initiative gestartet, hey, wir wollen wieder ein bisschen mehr was mit unseren Marken machen, dass sowas wie Euphoria wieder aufgesetzt wird. Sunsoft ist eh so eine ganz alteingesessene japanische Firma, die auch viele coole Marken dann damals gemacht hat. Mr. Gimmick von denen, da gab es ja auch nochmal so eine Retro-Collection oder das Spiel nochmal so zum Kaufen, was ein sehr, sehr teures NES-Spiel vorher gewesen ist.
Ich habe das originale Euphoria nicht mehr so genau im Kopf, um zu sagen, ich weiß noch, dass es cool war, aber was es exakt ausgemacht hat. Ich habe jetzt so ein kleines bisschen in Euphoria 2 reingeschaut auf dem PC. Mhm. Erstmal kostet 25 Euro, mhm, wenn man es sich holen will. Aktuell, ich glaube, mit dem Discount kriegt man es auf der Switch noch für 22,49 oder sowas. Also kriegt man auch mal ein bisschen günstiger. Ich finde es okay bisher, muss ich sagen. Okay. Der Stil ist cool. Also ich habe nur den Anfang jetzt hier so reingestellt. Ich habe mal auch kurz im Internet mal geschaut. So ein Playthrough kann von 1:30 bis 3-4 Stunden dauern, je nachdem, was man machen möchte. Okay. Muss man also da auch nochmal gegenrechnen, von wegen, wenn wir schon bei Star Wars das anmerken mit den Kosten. Ja. Und ist immer Milchmädchenrechnung, Spielzeit gegen Geld, aber sollte man trotzdem im Hinterkopf behalten, wie viel man da rausbekommen kann. Das hat so den niedlichen kleinen Look. Da fällt so ein Alien auf die Euphoria-Welt. Du spielst ja diesen Hauptcharakter Hebe, glaube ich, heißt der kleine Hebe. Ach so. Hebe, nicht Hebel. Mit der blauen Mütze, der kleine Vogel oder so, der wird dann aufgeschreckt und dieses Alien läuft dann herum und macht so überall in der Welt so komischen Schleim. Da musst du hingehen und diesen Schleim reinigen und deine Freunde davon befreien. Und das bedeutet immer, dass durch so kleine Jump'n'Run-Level durchgehen, viel Geld einsammeln, so Sammelkram machen, deine Freunde auslösen, die dann in deine Party kommen, zu denen du dann jederzeit wechseln kannst und die eigenen Fähigkeiten haben. Mhm. So der eine Charakter kann dann schwimmen oder der andere kann, glaube ich, dann irgendwie höher hoch und solche Geschichten. Ich habe bisher, wie gesagt, auch nur den Anfang dann probiert. Mein Eindruck war bisher, die Level waren recht kurz, alle. Okay. Es war sehr fragmentiert von wegen, oh, jetzt noch mal ein paar Textboxen, jetzt wird noch mal Story. Ich habe gerade 2 Minuten gespielt und jetzt wird wieder lange Dialoge dann ausgefranst. Ich hoffe, dass es sich später im Spiel so ein bisschen legt, dass ich da mehr spielen kann. Und es scheint wohl auf viel Repetition dann ausgelegt zu sein. Da gibt es so einen Automaten im Spiel, wo du dann Sachen, Items kaufen musst, die dann entsprechend Geld kosten, wo du das Geld immer verdienst durch das Sammeln in den Leveln. Und du musst diese Sachen kaufen, weil der eine Charakter sonst nicht in deine Party kommt und du den anderen Part nicht auslösen kannst. Und anscheinend ist das wohl so darauf ausgelegt, dass man immer wieder die kleinen Level macht und erneut nochmal die gleichen Münzen einsammelt, damit man sein Konto dann aufballert. Und das wird bei mir so davon abhängen, ob ich dann wirklich Spaß damit habe. So immer wieder, wie oft muss ich den gleichen Level nochmal machen? Ja. Ich habe lieber eine große Welt, die ich erkunden kann, ein bisschen Metroidvania-mäßig mal andere Sachen auszuprobieren. Aber ich will nicht so Roguelike-Style ewig die gleichen Levelchen machen, um dann Münzen einzusammeln. Deshalb hoffe ich, dass es nicht in die Richtung geht. Mich hat es beim ersten Anspielen jetzt hier noch nicht so geplättet. Ich habe so ein bisschen dann so erhofft, dass ich so gleich, ach, das wirkt ja alles toll, aber es ist ja so die Technik und der Style drumherum, der das Schöne ist. Das Gameplay hat mich noch nicht so ganz überzeugt. Also würdest du, wenn man jetzt zwischen 20 und 30 Euro gerade übrig hätte, eher Dark Forces oder eher Euphoria im Moment? Puh, schwierig. Dark Forces habe ich länger gespielt als Euphoria und trotz des höheren Preises würde ich persönlich auf Dark Forces gehen, aber du vergleichst hier ein knuddeliges Jump'n'Run mit einem brutalen Ex-Indizier. Das ja trotzdem beide auch. Also man kann ja auch so aufgestellt sein, dass man viele verschiedene Arten von Spielen mag. Also lass uns die Frage vielleicht nochmal nächste Woche dann aufgreifen. Dann habe ich Euphoria dann auch weiter gespielt. Dann kann ich konkreter sagen, was ich mir von denen eher holen würde. Bei beiden Games würde ich aber auch sagen, gib mir lieber eine Grenze von 20 Euro. Dann bin ich ein bisschen spontaner und ärgere mich vielleicht nicht, wenn irgendetwas nicht zu 100% dem entspricht. Kommen wir zu unserem letzten Spiel heute. Ich sag schon mal vorweg, um hier ein bisschen einen Hype aufzubauen. Es könnte sicherlich unter den Top 5 meiner Spiele des Jahres landen. Das ist hier heute mit drin, weil ich letzte oder vorletzte Woche gewesen sein. Bei der Live-Ausstrahlung des Game Talks bin ich immer wenn ich es kann, zeitlich mit im Chat. Und da hat jemand geschrieben, wie, ihr habt kein Balatro heute in der Sendung? Seid ihr verrückt? Und ich dann so gegoogelt, so, was ist das? Ah, okay, ein Kartenspiel. Ist jetzt nicht so mein Genre unbedingt. Ich bin nicht so jemand, der gerne digitale Kartenspiele spielt. Okay. Das war der Autotrailer von Euphoria, der gerade gelaufen ist. Das ist nicht schlimm. Gregor macht nebenbei noch Trailer bei sich. Wir können gerne mal den Trailer laufen lassen zu Balatro. Ich habe mir das dann nämlich gekauft. Ich habe es mir geholt für die PlayStation. Lustigerweise, weil das Spiel mittlerweile, es gibt auch für alle Plattformen, kostet etwa 20 Euro. Aus dem Nintendo eShop ist das gerade raus, weil das Altersranking im Nachhinein sich erhöht hat, wegen Glücksspielkomponenten, obwohl das Spiel ist ein, du kaufst es, das hat keine In-App-Purchases oder irgendwas, ist nicht Pay-to-Win. Und was genau ist Balatro? Ich habe 10 Minuten gebraucht, um das ungefähr zu blicken. Der Trailer hilft jetzt nur so halb, weil ich auch über die Beschreibung drüber labere, aber ich erkläre das gleich nochmal anhand meines eigenen Gameplays. Du spielst quasi Pokerhände aus deinem Deck und musst die so schlau ausspielen, dass du damit möglichst viele Punkte machst, weil in jeder Runde, du spielst nicht gegen
gegen einen Tisch an Gegnern, sondern du musst einen bestimmten Score erreichen. Und es gibt insgesamt quasi 8 Stufen und jede Stufe davon hat 3 Level und dann ist das im ersten Level, die heißen immer, ist immer erst ein Small Blind, Big Blind und dann gibt's einen Boss in jeder dieser 8 Stufen und da musst du diese Punktzahlen erreichen. Und ich würde schon sagen, also ich konnte schon Poker spielen, das können wahrscheinlich viele, aber ich sage das nochmal an der Stelle, weil man muss da, glaube ich, schon ein Interesse für mitbringen und auch ein Verständnis für, wie funktioniert eigentlich Poker. Ich könnte jetzt gerne mal mein Gameplay zeigen und ich erkläre einmal hier für euch und für Gregor, wie das Spiel funktioniert. Ich habe übrigens diesen CRT-Filter ausgemacht. Wir sehen jetzt hier, Gregor, ich lege jetzt hier ein doppeltes Paar auf den Tisch. Du siehst es links, dass das quasi so einen Score gibt. Dann werden nochmal die Augen aller Karten hinzugerechnet und oben bildest du im Verlauf deines Runs quasi nochmal eine Gruppe an Jokern aus, die verschiedene Multiplikatoren oder andere Effekte verursachen und dann dementsprechend die Punkte noch mehr erhöhen können. Und so kannst du auch quasi deinen Spielstil selber steuern, weil es gibt auch andere Karten, die werden oben rechts dann nochmal in so einem Fenster gesammelt, die zum Beispiel dafür sorgen, dass wenn du ein Paar spielst oder einen Drilling, dass das nochmal einen Bonus gibt. Du hast zwischen jedem Level quasi diesen Shop, weil du verdienst dir immer Münzen in den einzelnen Runden, kannst dir da Sachen kaufen. Zum Beispiel kaufe ich hier einen Voucher, Wasteful, dessen Beschreibung ich jetzt gerade nicht mehr schnell genug eben lesen konnte. Es hat was mit dem Entsorgen von Karten, glaube ich, zu tun, weil du siehst, wenn du links schaust, Gregor, ich kann 4 Hände spielen, habe ich noch übrig, um diese 1600 Punkte zu erreichen und die Discards daneben heißt quasi einen Austausch, den ich machen kann an Karten. Das kann man nicht unbegrenzt machen, wenn ich sage, die brauche ich nicht. Hier habe ich jetzt zum Beispiel den Straight ausgespielt, das ist schon mal ein ganz gutes Blatt. Dann findet wieder diese Punktezählung statt und wir sehen, geil, ich habe hier 891 Punkte eingefahren. Das kommt einem am Anfang sehr viel vor, aber wie das immer so ist bei solchen Spielen, gerade bei solchen Rogue-Spielen, wie wir das hier haben, die Punktzahlen werden immer höher, die Multiplikatoren immer krasser. Du siehst jetzt zum Beispiel oben habe ich jetzt 5 Joker liegen, die verschiedene Sachen dann verursachen und dann machst du auf einmal richtig viele Punkte nach und nach. Das hier war jetzt gerade wieder ein Bosskampf, den ich gespielt habe, deswegen waren einige dieser Karten verdeckt. Das heißt, ich muss ein bisschen gamblen, weil ich nicht genau weiß, was liegt da eigentlich drunter. Hier jetzt ein Full House gespielt von mir. Auch hier sehen wir wieder, das bringt viele Punkte. Das Full House ist schon auf Level 3 hochgelevelt und ihr seht, das Spiel hat viele kleine Stellschrauben und Mechanismen und Sachen, die sich gegenseitig ergänzen und ineinander greifen, um das Spiel so motivierend zu machen, weil es ist wirklich so ein Spiel, du denkst, okay, ich mach mal eine Runde. Und natürlich, es läuft dann oft gut, weil am Anfang die Runden sind auch noch leicht, die Punktzahlen zu erreichen und schon hast du wieder einen Haufen Joker gesammelt und bist wieder voll gehuckt und spielst da wieder eine Runde weiter. Also es ist ein wahnsinnig clever gemachtes, motivierendes Spiel. Ich habe 16.000 Punkte gerade gemacht. Crazy. Ich habe direkt wieder Bock. Das Gute ist, wir das am Ende der Sendung haben. Ich werde sofort nach Hause gehen, gleich wieder und Balatro weiterspielen. Du kannst dir Booster-Packs kaufen, auch von diesen Münzen. Und dann gibt es zum Beispiel auch goldene Karten. Da sehen wir jetzt auch wieder, die hat noch diverse Bonus-Effekte. Oder es gibt Wildcards und solche Sachen, die man für alles einsetzen kann. Wenn ich eine Sache gerade bei Balatro kritisieren würde, und das ist wirklich ein minimaler Punkt, vielleicht kann mir jemand in den Kommentaren sagen, ob das geht und ich bin nur zu doof. Es gibt so eine Option, um die Sachen, die Karten nicht nach Rang zu sortieren, sondern nach Farbe. Weil du, damit du auch schnell einen Flush oder so erkennen kannst, du siehst das unten in der Mitte bei Sword Hand. Und dafür gibt es komischerweise keinen Quick-Button, sondern ich muss immer erst da runterklicken mit dem Steuerkreuz und das dann manuell aktivieren. Das würde ich gerne manchmal schneller machen, um einfach besser diesen Wechsel zu haben. Aber das ist echt schon alles. Ansonsten schreibt den Entwicklern wütend bei Twitter. Das werde ich tun. Ich benutze keinen Twitter mehr mittlerweile. Aber nein, die Entwickler hier haben eine fantastische Arbeit gemacht. Kannst du ein bisschen jetzt so, ich habe versucht, das kompakt irgendwie zu erläutern, kannst du erklären, warum dieses Spiel, oder verstehen, warum das Spaß macht und würde es dich auch interessieren? Also ich kann verstehen, warum es Spaß macht. Ich könnte dir jetzt nicht exakt die Regeln wiedergeben. Das ist nicht schlimm. Es ist interessant zu sehen, dass hier, also in der Art von Spiel, wenn du sagst, so Roguelike-Elemente, aber auch dieses typische so Videopoker, Glücksspiel-Ding, ist ja so eigentlich ein bisschen aus der Mode geraten. Ich kann mich noch an die 80er, 90er Zeiten erinnern, wo du dann so Virtual Casino oder andere Sachen so hattest, wo du
an der Konsole einfach mal Roulette und Blackjack und andere Sachen machen kannst. Es gibt ja auch sehr viele Games, die dann so eine Glücksspielkomponente haben. Bei Dragon Quest gibt es immer das Casino, wo du sein kannst. Übrigens eine fantastische Sequenz in Dragon Quest 11, wo das Spiel dir easy Gewinne vorgaukelt, um dich dann da so reinzusaugen und dann so ein bisschen das Ganze parodiert. Ja, aber es gibt so komplett, gerade bei RPGs findest du teilweise auch so komplette Bereiche da drin. Und wenn du, sagen wir, die Grundregeln vom Poker, die hat ja jeder so oder so drauf, selbst wenn man das nicht aktiv spielst, aber dann noch so ein Roguelike-Element, was so diese Sogwirkung mit einer anderen Sogwirkung mit dem Glücksspiel dann verbindet, ohne dass du mit dem Risiko da bist, dann richtiges Geld auszugeben. Ich fände es nämlich dann wirklich kritisch, wenn du dann irgendwelche DLC-Geschichten dann hättest und hol dir dann nochmal ein paar extra Bonus-Multiplikatoren und alles. Das würde es für mich dann bedenklich machen. Ja. Innerhalb des Spiels muss man schauen, ob man auf dieses Konzept abfährt. Ich hatte im Podcast davon gehört, aber es war jetzt das erste Mal, als ich es gesehen habe und ich kriege tatsächlich auch so ein kleines bisschen Bock, einfach weil dann so die Art, das Glücksspiel als Grundlage zu nehmen, aber gameplaymäßig was anderes zu machen. Ja. Ne? Und das Belohnungsprinzip funktioniert ja auch ähnlich, wenn du mit dem Glücksspiel und eine gute Karte oder eine gute Hand hier ausgespielt, aber die Zahlen gehen hoch und da ploppt noch was auf und da kommt ein Plus 1 und da wird die Zahl nochmal anders gefärbt. Das funktioniert da ganz gut. Ich bin froh, dass ich im echten Leben kein Glücksspiel gehen habe. Mhm. Ich kann mich an lange Stunden erinnern, so in den 80ern, wo die Onkels in den Imbiss gegangen sind und da standen sie im Automaten, haben die 5 Markstücke nach und nach reingeworfen. Dann haben wir schön weiter hochgeklickt in der Hoffnung, dass... Ja, ich habe schon die Pommes gegessen. Ne? Das hat so gut gepasst. Aber ich bin froh, dass ich da nie eingestiegen bin und auch nicht Lotto oder die ganzen anderen Sachen spiele. Was in Videospielen das aber angeht, ist durchaus ganz lustig, wenn man dann eben nicht mit richtigem Geld spielen muss. Ja. Und dann würde ich das auch machen. Also das Spannende bei Balatro ist eben, dass du selber schon sehr viel Einfluss nimmst, weil du kannst natürlich immer gucken, von wegen, okay, was ist die beste Hand, die ich jetzt gerade habe und dahin legen kann. Auch im Hinblick auf, es gibt auch Joker, die sagen, du kriegst einen Multiplikator mal X, wenn du maximal 3 Karten legst. Das ist natürlich easy, wenn du einen Drilling oder so im Deck hast, aber manchmal entscheidest du dann auch so, okay, hau ich jetzt einfach 3 unbrauchbare Karten weg, nur damit ich diesen Bonus bekomme, um das auszuspielen. Also du kannst da schon sehr viel selber überlegen und du kannst natürlich auch ein bisschen deinen Run formen, indem du sagst, immer wenn du die Möglichkeit hast, was aufzuleveln, entscheidest du dich für High Card oder so, ist jetzt ein Quatschbeispiel. Also weil High Card ist natürlich das schlechteste Blatt, aber wenn du dann das auf Level 5 hast, dann bringt das auch schon mehr Punkte. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, es bleibt am Ende natürlich immer auch ein Glücksfaktor, weil du weißt nicht, welche Karten aus deinem Deck dir in die Hand gegeben werden. Also das verschwindet nie. Und es ist mir manchmal auch passiert bei einem Run, wo ich dachte, hey, das läuft gerade total super. Dann kriegst du aber 3-mal hintereinander schlechte Karten. Und da du auch in so einer Runde nur eine bestimmte Anzahl an Händen überhaupt ausspielen kannst, kannst du trotzdem scheitern. Also das dürft ihr nicht vergessen. Es bleibt natürlich auch ein Glücksspiel. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Also für mich funktioniert es total gut. Auch weil es eine coole, stylische Präsentation hat, darf man auch nicht vergessen. Dieser 80er-Jahre-Stil, die Musik dazu, das ist alles schon ganz nice. Ja, wir spielen mal diese ganzen Super Nintendo-Videopoker-Sachen. Oh, die waren nicht so gut, glaube ich. Ja, ich glaube sogar so einige der allerältesten sind solche virtuellen Glücksspielsachen. Es gibt so ein Blackjack fürs Intellivision aus den 70ern, was man dann spielen möchte. Welche Plattform war das nochmal, wo du es gespielt hast? PlayStation. Ich wollte es, glaube ich, für die Switch. Ich hätte auch am ehesten für die Switch gedacht, aber wenn es jetzt aus dem Store raus ist. Das wird da sicherlich wieder reinkommen. Es wird ein temporäres Problem sein. Auf allen anderen Plattformen gibt es das noch und ich habe mich dann da für die PlayStation entschieden in dem Fall. Ich hole es mir mal, wenn ich den Blut der Königin Quest abgeschlossen habe, damit ich nicht 2 Kartenspiele in meinem Kopf gleichzeitig managen muss. Guter Punkt. Da bin ich fast fertig mit dem Quest. Der ist der Hammer. Alright, und wir sind auch nicht nur fast fertig mit dem Game Talk, sondern wir sind es jetzt. Ich hoffe, ihr habt trotz unserer reduzierten Besetzung heute Freude gehabt, euch von Gregor und mir was zum Thema Gaming erzählen zu lassen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das fandet. Erklärt mir, wie ich die Karten schneller sortiere bei Balatro, da freue ich mich auch. Ansonsten guckt rein, Gregor macht nochmal was zu dem Anbernic Handheld. Mhm. Schreibt auch gerne mal, ob euch sowas grundsätzlich interessiert, weil bei mir persönlich ist es auf jeden Fall so. Ich gucke mir viele so Retro-Hardware-Sachen an, Gregor natürlich auch, ob wir hier auch mal sowas mitbringen sollen. Ist natürlich auch immer ein schönes Retro-Club-Thema, aber wenn es mal irgendein nettes, neues Device gibt, was wir mal kurz zeigen können, machen wir das. Schreibt uns auch gerne da euer Feedback. Genau. Es rentiert sich nicht immer da einen ganzen Retro-Club, um ein Gerät dann drumherum zu machen. Gerade bei dem Handheld ist das Abbilden noch mal ein bisschen schwieriger, wenn du keinen direkten Video-Out hast. Eventuell im Laufe des Monats soll dir auch, ich glaube, das Atari 400 XL Mini oder so erscheinen, oder zumindest eine Atari Mini-Computer-Konsole. Und die werde ich mir auch hoffentlich bei Zeiten angucken. Vielleicht wäre das ja auch für hier dann was. Cool.
Dann bleibt uns gewogen, schaltet nächste Woche wieder ein beim Game Talk. Ansonsten gibt es diese Woche übrigens in Sachen Gaming noch Unicorn Overlord. Haben wir jetzt hier nicht besprochen, das wird aber am Freitag gespielt werden. Außerdem gibt es am Donnerstag natürlich noch RBTV Home, die große Wundertüte, wo niemand weiß, was einen erwartet. Auch wir nicht. Doch, das ist Quatsch. Wir wissen es so ein bisschen. Schaltet da am Donnerstag ein. Außerdem, ich habe jetzt gerade noch nachgeguckt, Freitag noch Challenge Me. Steffen hat fiese Herausforderungen vorbereitet für arme Leute, die diese dann umsetzen müssen. Also guckt auch da gerne vorbei. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten und tschüss.